Ja. Oh, das ging schnell. Es lädt. Ich glaube, wir sind schon live, aber ich kann das noch nicht überprüfen. Auf diesem Bildschirm. Da. Guck mal, ich sehe uns. Sehr schön. Huhu, hier wieder beim Koali und wir spielen heute das erste Mal seit 2 Monaten. Cyan Hero. Und da das so lange her ist, wissen wir alle nicht mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben und hoffen, dass jemand im Chat ist und guckt. Na, es ist niemand im Chat. Ihr müsst doch selber resümieren. Wer mag? Ja, ich fange mal an und die anderen müssen mir dann beispringen. Aber ich habe letztes Mal einiges aufgeschrieben, deswegen hoffe ich mal, dass Alle das verrückt hier! läuft. Lauft! Genau, wir sind nämlich, wir hatten ja in dieser seltsamen Scheune da in Centralia geschlafen und werden morgens von einer Sirene aufgeschreckt, die wie so ein Fliegeralarm kreischt und dann läuft ein Feuerriese, so groß wie zwei Einfamilienhäuser, durch Centralia und treibt die Menschen die Straße runter. Und Sigur mischt sich darunter und geht mit den Menschen und dem Feuerriesen in so eine Art Stadion, wo es in der Mitte so einen großen Altar gibt, der auf einer Plattform steht und drumherum ein tiefer Graben aus dem Hitze aufsteigt, ganz heiß. Und dann wird irgendwie wie von so einem Showmaster die Menge aufs Arbeiten eingepeitscht. Und es muss ein tägliches Opfer gebracht werden. Und ein Mensch wird dann willkürlich ausgesucht und getötet. Danach geht es dann ab in die Minen. Derweil wir anderen gehen ins Rathaus. Auf dem Weg dahin sieht Hella weiterhin viele Geister. Das hatte sie ja beim Mal davor auch schon, die irgendwie nicht rübergehen konnten. Und Anna stellt fest, dass sie schlechter in das Rathaus hineinsehen kann als in die anderen Gebäude. Und es stehen kleine Gestalten beim Eingang. Hella schafft es dann, sich ins Rathaus zu schleichen. Und diese beiden kleinen Gestalten kriegen das auch erstmal noch nicht mit. Lesen in alten, dicken Büchern mit Runen, die aufleuchten und stinken ganz doll, habe ich aufgeschrieben. Im Rathaus wirkt es generell staubig und unbenutzt. Dann ist wieder Switch zu Sigur. Ich habe das jetzt so parallel, wie wir gespielt haben, mitgeschrieben. Geht in die Mine, findet keine Sicherheitsvorkehrungen und Gestein wird wahllos abgetragen. Und es gibt so lumineszente Steine. Irgendwie gibt es keine richtigen Lichtquellen, aber man kann trotzdem irgendwie genug sehen. Und die Aufseher kontrollieren aber ziemlich scharf an den Fließbändern und beim Steinekloppen und man darf keine Pause machen. Höchstens mal aus einer Thermoskanne was trinken. Mittags geht es dann in so eine Nebenhalle. Da gibt es dann Mittagessen aus Metallnäpfen mit so einer komischen Pampe. Und erst jetzt fangen auch die Menschen ein bisschen sich miteinander zu unterhalten. Und Sigur lernt da jemanden kennen, der irgendwie Wright heißt. Und der erzählt dann, dass auch niemand so genau weiß, was die Feuerriesen hier bauen wollen. Die haben als erstes das Stadion aufbauen müssen, dann den Aufzugsschacht und jetzt kloppen sie scheinbar ziellos in der Tiefe rum. Aber irgendwie werden es trotzdem auch nicht weniger Leute da. Es wird zwar täglich wer geopfert, manche haben auch Unfälle oder sind irgendwie einfach so weg, aber man hat irgendwie nicht das Gefühl, dass es dadurch irgendwie weniger vorankommt oder weniger Arbeit gibt. Und man soll lieber nicht fragen, frage oder frage und stirb, ist irgendwie so der Leitsatz und deswegen müssen alle blind gehorchen. Und der Sigur schlägt dann aber vor, eine Gewerkschaft zu gründen. Der kann das natürlich nicht haben, wenn Leute da so untergebuttert werden. Der Wright lacht ihn aus. Und dummerweise erregen sie damit die Aufmerksamkeit der Wachen und sitzen ein bisschen in der Scheiße, weil die dann nämlich ja, in ein Nebenzimmer gerufen werden und ausgefragt werden. Und wir sind im Rathaus, sehen diese komischen kleinen Hutzelmännchen und sowas und schleichen aber an denen vorbei auf eine Empore, haben da ganz viele Türen. Hutzelmännchen ist auch gut.
habe ich so aufgeschrieben. Komisches kleines Hutzelmännchen. Habe ich geschrieben. Ich glaube, Feuerkobolde waren das oder sowas, ne? Ja, die waren schwarz und hatten rote Augen. Genau. Ich habe Gnome geschrieben, aber. Hutzelmännchen finde ich gut. Hutzelmännchen waren das. So, und wir finden oben ganz viele Türen. Irgendwie ein langer Gang, der eigentlich irgendwie so vom Gefühl her länger ist, als er eigentlich vom Haus her sein dürfte. Und blaue Runen blinken auf, überall, wo wir lang gehen, wie so ein Lauflicht. In der ersten Tür finden wir ein Amtsbüro, wo jemand sitzt und liest. So eine elegante Gestalt, langes, dunkles, seidenes Haar. Wunderschönster Mann, den ich jemals gesehen habe, steht hier auch. Auf jeden Fall. Ja. Also der... Ich habe jetzt hier Dunkelelf geschrieben, das ist er ja auch nicht, aber dieser böse... Dunkelelf-Typ. Typ, danke. Genau. In der zweiten Tür finden wir eine Gefängniszelle, die ganz klinisch, glatt und weiß ist. Und in der dritten Tür ein Büroraum, wo ein Computermonitor ist, Verwaltungssoftware mit Einwohnerverzeichnis. Das gucken wir uns mal an. Da finden wir auch Vermerke irgendwie bei bestimmten Personen im Auge behalten oder verstorben. Und dann kommt ein Pop-up, Achtung, Übergriff. Und man sieht ein Videofeed von Sigur und Wright, was wir uns dann im Rathaus angucken können. Und wir treffen, nee, auf dem Flur steht ein Gnom, der Chips frisst und Phil Burr heißt, steht hier. Und Hella kann ihn dazu zu bringen, uns zu den Blinden zu bringen. Ich habe mich als Undercover-Agentin der Arbeitsagentur ausgegeben, um halt seine Arbeitsmoral zu überprüfen. Und da er mir zu viele Fragen gestellt hat, habe ich da so einen kleinen Vermerk auf meiner Liste gemacht. Genau, irgendwie hast du, das wusste ich jetzt nicht mehr, aber irgendwie hast du ihn dazu gekriegt, dass er uns zu Blinden bringt. Und Sigur schafft es aber dann mit Wright der Bestrafung zu entgehen durch seine speziellen Fähigkeiten. Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, das weiß er vielleicht selber noch. Ja, geguckt. So. Ich hab ihm einfach ganz stechend in die Augen geguckt. Da wollte er plötzlich tun, was ich sage. Ja, genau. Und sie Kannst dürfen dann weiterarbeiten. Nicht? Kann doch jeder. Nein. Sie dürfen dann weiterarbeiten, werden aber besonders beobachtet danach. Und wir folgen dem Gnom, der die Stadt verlässt und mit uns in einen Forst geht. Und wir sehen in diesem Forst zu Füßen jedes Baumes ein Loch. Und aus einem Loch fliegt Erde, wird so rausgeworfen, als ob da jemand drin buddelt. Und wir gehen drauf zu und damit enden meine Notizen. Ja, wir möchten nochmal betonen, Maike sagte, sie hat sich ein paar Notizen gemacht. Und wir müssen ihr helfen, sie zu vervollständigen. Notizen. Ja, Notizen. Ein paar. Also, das ist ein Kompliment, Maike. A5. Jeder Spielleiter sollte eine Maike in seinem Spiel, in seiner Spielgruppe haben. Ganz genau. Ja, ich habe mich damit aber auch schon mal auf die Fresse gelegt, wo dann alle so meinten, ja, du solltest nur kurz recappen und nicht über alles da erzählen, was wir gemacht haben. Also ich fand das auch gerade ob der Zeit, die wir jetzt nicht gespielt haben, sehr, sehr gut. Ich weiß nämlich jetzt wieder, was ich getan habe. Ja. So war's. Dann setze ich mal das weiter fort, 30.09.2016. Und es folgt, was wir heute erleben. In ein paar Monaten könnt ihr die Memoiren dann kaufen. Erscheint dann im Heinemann Verlag oder so. Ja, aber echt jetzt mal. Ich habe echt schon diverse A5-Seiten hier in meinem kleinen Blog vollgeschrieben. Mit dem, also nicht nur für Cyan, auch für andere Rollenspielen. Ja, egal. Kommen wir zum eigentlichen Thema des Dingens. Drei von euch, die drei Mädels, sind im Wald und allein im Wald. Ja. Und der Pölle ist allein unter Sozis. Oder angehenden Sozis. Ja, das muss er noch ein bisschen mit denen üben, ja. Ja, genau. Ja. Wo sollen wir anfangen? Suchtest du es euch aus? Von mir aus können wir in den Minen anfangen. In den Minen. Von Moria. In den Minen. Ja. Ja, die Situation ist unverändert. Ne? Wird immer noch gearbeitet und ja.
Du hattest ja jetzt willige Aufseher. Ja. Also, ich habe schon für ziemlich Unruhe gesorgt. Ich will das, glaube ich, nicht überstrapazieren. Mhm. Und außerdem bin ich ja auf Erkundungsmission. Von daher sage ich mir selbst einfach mal Arbeit, Arbeit. Und versuche tatsächlich Mitarbeiter des Monats zu werden. Oh, dann es fällt die Episode in den Minen relativ kurz aus, weil sie ist geprägt von Arbeit, Arbeit. Ja. Das ist richtig. Viel mehr passiert da auch jetzt gerade erstmal nicht. Dann können wir ja ohne Umschweife zu den Mädels rüberschalten. Auch da wird gearbeitet, so ein paar Meter weiter im Forst. Zwischen den Bäumen fliegen so Dreckklumpen aus einem dicken, fetten Loch. Hella wischt sich erstmal so die imaginären Schweißtropfen von der Stirn und klopft sie auf die Schulter, gratuliert sich. Jetzt fängt sie auch an zu schwitzen. Nee. Ja. Die hat ganz hart geschwitzt, aber es durfte keiner bemerken. Der Gnom ist inzwischen ja wieder umgekehrt. Hat euch ja nur ja, den habe ich ja zurückgeschickt. Ja. Würde mich dann mal umgucken. Sind die anderen jetzt irgendwo in Sichtweite? Kann ich sie sehen? Wo sind sie? Ja, wo seid ihr? Wir haben uns, glaube ich, versteckt, ne? Ja. Damit der Gnom uns nicht sieht, bis der weg ist. Und wenn der auch aus der Sichtweite ist, kommen wir hervor. Der ist laut Chips essend weggestapft. Ja gut, dann hört er uns auch nicht. Ja, das Kaugeräusch übertönt alles. Mhm. Ja, Boah, Hela, das hast du voll gut gemacht. Ich bin ein kleinen Tod gestorben. Ich dachte, ich fliege auf. Aber es hat sich gelohnt, so auf die Schule zu schwänzen. Meine Lügenskills sind echt gut. Habt ihr es gut geschafft? Habt euch irgendjemand gesehen? Ich glaube nicht, nein. Okay. Puh. Karen, alles in Ordnung? Ja, ja. Oh, gut. Ja, dann, Linda, ja, da hinten arbeitet wer? Sollen wir da jetzt einfach so reinplatzen, oder was haltet ihr von der Idee? Naja, das wollten wir doch, oder? Wir wollten zu diesem Blinden gehen und ihn ausfragen. Nur irgendwie, ich weiß nicht, also ich bin kein Spezialist fürs Lügen. Also ohne Sigor kann ich nicht sagen, was der die Wahrheit sagt. Also ich kann gut lügen, aber ich kann nicht erkennen, ob jemand anders lügt. Das kann Sigor, der sagt mir auch immer auf den Kopf zu, das ist gelogen. Du warst nicht in der Schule, du warst in der Spielhalle. Verdammt, woher weiß er das? Das ist aber wirklich ein wunderschönes Paradoxon, wenn die beste Lügnerin aus der Gruppe sagt, ich bin nicht so ein Lügenspezialist. Das ist voll ernst gemeint hier. Ich kann nicht so gut lügen. Also ich kann nicht gut erkennen, ob jemand lügt. Mann! Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja, das ist voll wichtig. Aber also, sollten wir, wenn das Hot ist, den sollten wir doch gar nicht anlügen, oder? Nein, ich weiß nicht, ob er uns... Nein, aber checken, ob der lügt. Ach so. Genau. Eigentlich solltet ihr ihn töten. Stimmt. Ja, aber das haben wir ja erstmal beiseite beschoben. Obwohl, wenn wir ihn töten und ich ihn wiederbelebe, zählt das als töten? Ich weiß aber nicht, ob er uns dann noch was erzählt. Ich weiß nicht, ich habe noch nie versucht, mit meinem Zombie Scar zu spielen. Ja. Ich glaube, das wird sehr eintönig. Ja, wo steckt der eigentlich? Ist der immer noch in den Minen? Sigur oder Wood? Sigur. Ich hoffe mal, dass er da wieder rauskommt. Wir wissen ja nicht, wo der ist. Jetzt mal haben wir ihn ja gesehen auf dem... Genau, das Überwachungsding, ne? Genau. Okay, dann, lasst uns mal dahin gehen. Mal gucken. Ja. Ja. Wir sind allein, oder, Anna? Ich drehe mich mal so um. Sehe ich irgendjemanden? Höre ich was? Irgendwo in weiter Ferne hörst du einen Gnom schmatzen. Ansonsten sind nur Tiere des Waldes, ein paar da. Aber keine. Sind nur wir hier. Keine Feuerriesen, keine Menschen, keine Dunkelelfen. Gebe ich so weiter. Nur wir sind hier. Und das Ding in der Grube.
Das Ding in der Grube. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal gucken, was da drin ist. Und ich stapfe mal in Richtung Grube. Na. Dann stapfst du Richtung Grube, aus der immer noch in relativ gleichmäßigen Intervallen ein Dreckklumpen nach oben fliegt an die Seite. Mhm. Und den ich ausweiche. Okay, ja. Und an der Seite dieser Grube, ist relativ auffällig, weil es hier so gar nicht hinpasst, liegt ein großer hölzerner Wanderstab. Hm. Ja. Gut, dann ansonsten musst Blinde du erstmal ein bisschen Ohren. Hochkraxeln, damit du über die Dreckklumpen rüber gucken kannst, die sich da aufgetürmt haben, um in die Kuhle reinzugucken. Ja, was sehe ich da drin? Und da, ja, da ist ein etwas älterer Mann drin. Ja, mit einer großen eine Augenbinde um. Den ihr schon mal gesehen hattet, glaube ich. Hattet ihn ja schon mal gesehen durchs Fenster. Oder zumindest Anna hatte ihn schon gesehen. Haben wir den nicht durch Karens Wolf gesehen? Ach, genau, ja, genau. Ja, er hat ihn durch genau, den Wolf gesehen. Genau, Kyle hatte den gesehen. Ja. Und ja, der ist da mit seiner Schaufel und schaufelt ein Loch in den Boden. Das war auch meine erste Reaktion. Was? Er hört mit dem Schaufeln auf und dreht sich so um, als könnte er sehen, aber guckt sich so um. Mr. Hort? Sir? Mister! Wir sind vom FBI. Nein, das gibt es nicht mehr. Mein Name ist Hella. Hella? Ich kenne keine Hella. Ja, ich weiß, ich kenne sie auch nicht persönlich, aber ich habe schon viel von ihnen gehört. Darf ich fragen, was genau sie da tun? Ich grabe? Ja, aber wonach? Ich meine, sie haben hier fast... Was geht's dich an, Hella? Verschwinde. Ich fürchte, das ist mir leider nicht möglich. Warum nicht? Bist du am Boden festgewachsen? Nein. Ich habe vielmehr sowas wie einen Auftrag. Seine Miene verfinstert sich etwas. Aha. Yep. Yep. Also kommen Sie jetzt raus oder muss ich reinkommen? Moment, dann legt die Schaufel beiseite und kraxelt zur Seite raus, Richtung Wanderstab. Ja, ich bleib erstmal, wo ich bin. Lässt du ihn hochkraxeln? Mhm. Ja, kraxelt er erst aus der Grube hinaus, die ziemlich tief ist inzwischen schon. Greift nach seinem Wanderstab, zieht sich so ein bisschen daran hoch. Und steht dann so auf den Stab gestützt dann vor dir. So, Hella, du hast einen Auftrag. Ja. Man sieht so seinen imaginären Münzwurf. Und dann so, ich habe mich viel mit Geschichte beschäftigt und abgesehen davon hat der Auftraggeber den Namen genannt. Inklusive äußerem Erscheinungsbild. Ja. Du merkst, er ist ziemlich angespannt. Mhm. Und würdest ihn so einschätzen, dass er jeden Augenblick irgendwie eine Verteidigungsstellung darüber wechselt. Ja. Man sagte mir auch, dass sie ziemlich gut darin sind, die Wahrheit zu erkennen. Und ich bin eigentlich eine ziemlich gute Lügnerin, aber sie können mir jetzt glauben, wenn ich ihnen sage, ich möchte ihnen im Moment nichts tun. Sonst. Ist das so? Ich hätte sonst die Grube vielleicht zugeschüttet, anstatt sie da rauszubitten. Wie war noch mal dein Name? Vali? Nein. Hella. Okay. Ja, jetzt schicken sie schon kleine Kinder. Also so klein bin ich jetzt auch wieder nicht.
Ja, Mr. Hoth. Eigentlich geht es nur um folgende Frage. Haben Sie Ihren Bruder getötet? Wen interessiert das? Mich? Ich glaube, das Urteil ist längst gefällt, oder? Sonst wärst du nicht hier. Das tut jetzt nichts zur Sache. Die Frage ist, ob Sie Ihren Bruder getötet haben. Meine Meinung interessiert eh keinen. Oh doch! Mich schon. Mich und meine Freunde. Sagen wir so, ich habe den Zweig geworfen. Reicht dir das? Haben Sie ihn aus eigenem Antrieb geworfen oder wurden Sie dazu angestiftet? Natürlich. Kann man doch. Wurden Sie dazu angestiftet? Gehört zum Spiel. Ja. Aber Sie hätten doch alles Mögliche werfen können. Ja. Warum gerade dieser Zweig? Du weißt nicht, wovon du redest, oder? Ich vermute, ich weiß so zur Hälfte, wovon ich rede. Aber Sie sind auch nicht gerade kooperativ, was die Informationsweitergabe betrifft. Ich hatte nicht vor, ihn zu töten, wenn du das fragst. Aber ich habe es getan. Sind Sie ganz alleine auf die Idee mit dem Zweig gekommen? Nein. Wie gesagt, Sie hätten alles Mögliche werfen können. Ja, aber wie sind Sie denn auf diesen Zweig gekommen? Ich habe den Zweig nicht... Vorher war es nicht der Zweig. Es war ein Pfeil. Ja, das weiß ich. Gut, machen wir es anders. Würden Sie bitte die Tatnacht beschreiben? Und Della guckt so total so hilflos in Richtung der beiden anderen, so nach dem Motto, mache ich das richtig? Ich weiß es nicht. Möchtet ihr auch was sagen oder läuft ist er dann da, weg? Ist da irgendwo noch einer und er guckt so ein bisschen durch die Luft? Ich Hallo? Guck ihn so an. Okay, wie viele Finger zeige ich? Soll das ein Scherz sein? Nein. Nein, ist es nicht. Hella ist mit ihren Gefährten hier. Also, 2/3. Und das hat sie ja auch gesagt. Ah, du bist also nicht alleine gekommen, Hella. Hast du Wali doch mitgebracht? Nein. Nein. Wer auch immer das ist. Der hat anderes zu tun, als sich auf die Erde zu bequemen und den Menschen hier zu helfen. Ich glaube, Wali ist nicht dafür da, Menschen zu helfen. Hm. Es ist vorbestimmt, dass er mich tötet. Oder sie. Naja, anscheinend haben die Götter seit neuestem nicht mehr so viel übrig für Schicksal. Denn ich bin nicht Wali. Also ganz werde ich im sie auch Gegenteil. Nicht töten. Sonst wäre Baldur wohl nicht tot, wenn sie dafür nichts über hätten. Außerdem solltest du in Gegenwart eines Gottes nicht so schlecht über die Götter reden. Ich rede über die Götter, wie ich will. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Möglich. Aber meine Mutter hat sich noch nie besonders viel aus mir gemacht, von daher. Ah. Da siehst du ihn so in deine Richtung. Ja, er guckt ja nicht. Weil, weil du hast das Gefühl, du würdest angeguckt und zwar ziemlich intensiv. Du bist ihre Tochter? Kommt drauf an, wen sie mit ihre meinen. Natürlich bin ich irgendwems Tochter. Hehl. Ja. Das ist der Name meiner Mutter. Zumindest sagte man mir das. Dann ruf sie her. Wenn ich das könnte, dann hätte ich nicht das Problem mit den ganzen Seelen. Nein, jetzt mal ehrlich, ich kann's nicht. Weißt du, wo das Tor ist? Ich habe versucht, eins zu öffnen, aber es funktioniert nicht mehr. Irgendwo hier muss es sein. Ich habe ein Tor gefunden, aber ich konnte es, wie gesagt, nicht öffnen. Wo ist es? Okay, jetzt können wir reden. Also, wie war das mit dem Pfeil? Das interessiert jetzt nicht. Wo ist das Tor? Ich glaube, das interessiert ganz sehr wohl.
Zum einen haben wir noch jemanden, den wir abholen müssen, bevor wir überhaupt irgendwo hingehen. Und zum anderen steht immer noch im Raum, dass wir den Auftrag haben, sie umzubringen, Sir. Kannst du ja versuchen, kleines Mädchen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es versuchen möchte. Dann sag mir jetzt, wo das Tor ist. Nein! Sie können mich nicht dazu zwingen. Hoffe ich. Und du hast das wieder das Gefühl, dass er dich ganz eindringlich ansieht und auf einmal hörst du seine tiefe Stimme aus seinem Mund. Sag mir, wo das Tor ist! Ich will mich dagegen wehren. Ja, würfel mal. Und was muss man da würfeln zur Verteidigung? Ich droppe auch Willpower dafür, möchte ich sagen. Also ein Punkt, auf jeden Fall. Der Pöller hatte das doch auch. Was konnte man dagegen würfeln? Warte. Du hast das auch, glaube ich, ne? Gott. Ja, ich hab das. Das ist, Hard Sell ist das. Mhm. Zumindest wenn er den ganzen Satz als Befehl nimmt. Ja. Was wahrscheinlich der Fall ist. Dann weißt du ja selber, was du würfeln musst. Ich meine, es wäre Willenskraft, wie viel ich in Willenskraft habe, dagegen würfeln. Ja, dann los. Jo, ich brauche einen Würfel. Oh. Tschüss, Würfel. Jo, das sieht doch gut aus. 10 Zellen doppelt, ne? Mhm. Dann habe ich 2, 3, 4, 5 Erfolge. Mhm. Ja, du merkst diesen übernatürlichen Einfluss, wie er versucht, sich in deinen Kopf zu bohren, dir einen Befehl zu erteilen, den du dir eigentlich nicht machen willst, aber du baust eine Barriere auf, so strengst dich an und die Schweißperlen nicht nur imaginär, sondern treten jetzt wirklich von deiner Stirn, von den Schläfen aus ab und rinnen dir das Gesicht herunter. Als du wirklich, ja, wirklich, wirklich ihm sagen willst, wo das Tor ist. Kann ich widerstehen oder kann ich nicht widerstehen? Nein. Ich kann nicht widerstehen. Er war ein bisschen besser als du. Schade. Ja gut, dann sage ich ihm, hinten beim Moor. Bevor du den Mund aufmachst, versuch dir den Mund zuzuhalten. Oh ja, bitte. Tu das. Mit beiden Händen. Von hinten. Halt die Fresse. Sehr gut. Mach das bitte. Was soll das? Sag mir jetzt, wo das Tor ist. Du robotest gerade ein bisschen. Sag mir, wo das Tor ist. Peter, hängt bei dir auch alles? Nur du. Ah nein, ich höre. Vielleicht bei mir gerade was kaputt. Nee, aber ich habe Koali gerade auch nicht gehört. Okay. Sag mir, wo das Tor ist. Bitte. Ja. Ich denke, so kommen wir nicht weiter. Ich halte dir den Mund zu. Wer ist der noch? Ich. Niemand. Ja, niemand. Niemand hat mir ein Auge ausgestochen. Sag du mir, wo das Tor ist. Ich weiß es nicht. Dann muss ich es wohl aus euch herausprügeln. Und der schwingt auf einmal seinen Stab so einmal durch die Luft. Ja, ich materialisiere mein Schild auf jeden Fall schon mal. Ich versuche mal ein paar Finger von Hellas Mund loszulassen, ob der immer noch rauskommt. Das Tor ist im... Oder ob... Nein, ich hab's ja quasi gesagt, er hat es nur nicht verstanden. Okay, gut, dann lasse ich es erstmal. Wer weiß. Ja,
Ach, wenn er uns so kommt. Eigentlich hauen wir keine Blinden, oder? Eigentlich ist das gegen unseren Kodex, Behinderte alte, zu schlagen. Blinde alte Männer schlagen, das ist eine super, super Sache. Es ist so, aber ich bin kein Lichti, von daher. Ja, gut, dass die nicht dabei sind. Ich nicht hier, von daher. Aber wenn die uns hauen wollen, dann haben sie es verdient, dass wir das zumindest abwehren. Dann dürfen wir zurückhauen, oder? Ja, finde ich auch. Okay. Zumindest sie außer Gefecht setzen, du bist ja nicht. Ich würde jetzt nochmal versuchen, also wirklich, Sir, wir wollen Ihnen helfen. Dann sag mir, wo das Tor ist. So funktioniert das nicht. Wie lange waren Sie allein, dass Sie verlernt haben, wie normale menschliche Konversation funktioniert? Wer sagt, dass ich ein Mensch bin? Sie waren mit Sicherheit mal einer. Das ist lange, lange her. Ja, trotzdem. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man unten in Hell niemanden zum Quatschen hat. Die Zombies sind mit Sicherheit nicht besonders gesprächig. Aber so funktioniert das hier oben nicht. Ich war noch nicht in Hell. Und Sie sind nicht gegen... Ich will dorthin. Das ist mir im Moment egal. Mir aber nicht. Warum? Genau. Ich meine, wenn der Grund gut ist, wer weiß. Warum? Weil ich Baldur zurückholen will. Ach gut, da sind wir jetzt schon mal... 5. Mhm. Warum wollt ihr ihn zurückholen? Ihr habt den Auftrag, mich zu töten. Weil wir nicht alles tun, was die Götter uns befehligen. Jetzt mal ehrlich. Das ist... Ich hab schon Sigur, der mich rumkommandiert. Da brauche ich nicht noch irgendwen oben im Himmel. Wer ist Sigur? Den lernen Sie wahrscheinlich noch früh genug kennen. Einer unserer Kameraden, den müssen wir später noch abholen, bevor wir überhaupt irgendwo hingehen. Ihr verschwendet meine Zeit. Sagt mir jetzt endlich, wo das Tor ist oder geht. Na gut, dann gehen wir halt und lassen Sie weiter Ihre Löcher graben. Vielleicht ist es besser so. Ich sag's Ihnen, in diese Richtung können Sie lange graben. Ja, und die andere da hinten auch. Ja, oder die hier vorne und ich deute in die nächste Richtung. Ach, Moment, da war ja was. Also. Warum wollen Sie nach Hel? Hab ich doch gerade gesagt, um Baldur zu holen. Ja, aber wie wollen Sie das anstellen? Meine Mutter wird Sie im Gegenzug... Das weiß ich nicht. Erstmal muss ich da hin. Eins nach dem anderen, Kind. Ich mag die Art, wie Sie Pläne machen. Das funktioniert bei mir ja ganz ähnlich. Ich kann auch nie große Pläne machen. Die Nonnen im Weißenhain haben immer gesagt, bevor du mit dem Kopf durch die Wand willst, überlege dir, was mache ich im Nebenzimmer. Hä? Genau das. Ja, überlegen Sie mal, Sie wollen jetzt kopfüber nach Hel. Ohne zu wissen, wie Sie da wieder rauskommen. Wir alle wollen den Nebenzimmer. Egal, ob ich da wieder rauskomme oder nicht. Ich muss da nicht wieder rauskommen. Ja gut, so weit war ich noch nicht. So viel haben sie uns ja nicht gesagt. Wie gesagt, die Konversation zwischen uns fließt nicht besonders. Ja, an wem liegt das wohl? Das weiß ich nicht, aber ich rede mehr als sie. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, von daher habe ich den größeren Redeanteil. Merkst du was? Gut, dann reden sie. Wo ist das Tor? Die wirklich wichtigen Sachen erzählst du mir nicht. Gut, folgendes. Wir nehmen sie jetzt mit. Was? Zu unserem Freund, nein, der in den Mühen ist. Naja doch, weil ohne mich finden sie das Tor nicht. Das werden wir sehen. Früher oder später finde ich es. Muss ja irgendwo sein. Ganz, ganz kalt. Naja gut, dann graben Sie hier weiter. Sie werden dann ja wahrscheinlich noch ein bisschen länger hier sein. Wir gehen jetzt unseren Freund holen und kommen noch mal wieder. Viel Spaß. Tschüss. Ja, alte Männer. Guck Karen an. Wo oder ist hast du meine eine Idee? Ach, lass ihn buddeln.
Wenn er so weitermacht, ist er noch lange genug beschäftigt. Klettert wieder runter, holt die Schippe aus dem Loch und geht zum nächsten Baum und fängt vor dem nächsten Baum an zu greifen. Ja, alles klar. Aber warum immer vor den Bäumen? Das ja, wahrscheinlich sucht er einen neuen Eingang zu Yggdrasil. Das Problem ist, der Bifriss ist ja kaputt. Ja, dann ich schaue mal auf den Sonnenstand. Ja, es ist schwer zu erkennen, weil es irgendwie seit der Meteor eingeschlagen ist, immer ziemlich bewölkt ist am Himmel. Von daher kann man die Sonne nur erahnen, aber es müsste irgendwann jetzt gegen Abend sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zurück, holen Sigur ab und besprechen, wie wir weiter vorgehen. Ja, das nächste Mal will ich ihn dabei haben. Ja, können wir währenddessen noch mal kurz überlegen, was wir jetzt eigentlich wollten? Weil ich weiß es nicht mehr. Und ich habe mir irgendwie, dass wir den Auftrag gekriegt haben, diesen Hoth. Also, wenn ich mich richtig erinnere, sollten wir Hoth töten. Wir haben uns aber erstmal dagegen entschieden, weil wir seine Version der Geschichte hören wollten, die wir jetzt bruchstückhaft erfahren haben. Was mich nicht hinreichend von seiner Unschuld überzeugt hat, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist er auch schuldig. Und wir brauchten, und wir wollten noch, genau, wir wollten dann in die Unterwelt und selber den Halbgott wieder hochholen. Oder den Gott wieder hochholen. Also uns mit meiner Mutter treffen und sie dazu überreden, ja, sich einen anderen Lover zu suchen. Weil Hoth sich mit Balder auch wieder versöhnen soll. Hab ich Okay. Das Problem ist, meine Mutter wird ihn wahrscheinlich nicht einfach so wieder hergeben. Und von daher... Ja, ja, die war in den verknallt, ne? Und zwar ziemlich heftig. Okay, so langsam kommt es wieder. Von daher würde ich das jetzt vorschlagen. Und sie haben sie ja reingelegt. Also sie hat der Baldur hat ja, den ist ja ein Deal eingegangen mit ihr. Wenn er das nächste Mal stirbt, dann kommen die beiden zusammen. Und dann ist er ja unsterblich geworden. Quasi, ne? Man merke das, das Problem bei so Göttergeschichten. Blöd nur, dass Hoth einen Weg gefunden hat, seinen Bruder, also seinen Kollegen zu töten. Gut, dann wieder zum Treffpunkt, darauf warten, dass Sigur wieder zurückkommt und Kriegsrat halten. Treffpunkt war Scheune, oder? War die Scheune. Oh Gott, Felix. Ich schreibe das auch mit D, nicht mit T. Ich wollte gerade sagen, ich habe das mit D geschrieben. Sehr gut. Ja, man schreibt ihr mit D, nicht mit T. Ja, lieber Chat, der gute Pölle hat zu Recherchezwecken gerade Hot bei Google eingegeben. Ein großer Fehler, wie er schreibt, ja. Zu Recherchezwecken. Naja, danach habe ich gedacht, jetzt wisst ihr, was man die Spieler nebenher macht. Wenn man das wirklich nicht nochmal macht. Oh Mann. Oh Gott, ja. Gut, ja. Dann auf dem Weg zurück in die Stadt. Ja. Ja, es ist in der Mine langsam auch gegen Abend geht, ertönt irgendwann wieder die Sirene und alle machen sich, lassen ihre Spitzhacken fallen und ihre Schaufel fallen und lassen die Lore Lore sein und dann geht's wieder zurück im Trott, genau wie damals, wo ihr hingelaufen seid. Ja, okay. Also wir gehen nicht nochmal zu diesem merkwürdigen Opferaltar? Nee. Okay. Es sei denn, du willst ja nochmal hingehen, dann kannst du natürlich irgendwie da hingehen, ist auch dein Problem. Nö, ich gehe jetzt auf schnellstem Weg zurück zur Scheune, wo wir übernachtet haben. Und, wen treffe ich denn da an? Ja, ich denke, mittlerweile sind die drei auch wieder zurückgekommen. Sybil ist ja inzwischen, ist ja auch noch da, merke ich gerade. Ja. Ja gut, also ich komme dann da rein und klopfe mir so einen Dreck von dem etwas zerrissenen Anzug und ziehe so das fleckige Hemd nach und so. Ja. Er sieht ziemlich verrußt und verquarzt aus. Irgendwie hat überall Dreck im Gesicht und so, auf der Haare.
gar nicht so Sigor-Style. Dem würde eine Dusche ganz gut tun. Also. Hast du was zu essen? Hela hat übrigens auch ein bisschen Dreck im Gesicht. Sie hat versucht auszuweichen, aber einen so einen Dreckklumpen hat sie getroffen. Hat da jemand was mit Essen gesagt? Nee. Ja doch. Was hast du gesagt? Hast du was zu essen? Nein. Ich habe auch Hunger, mein Zibbel. Ihr hattet doch einen ganzen Tag Zeit. Warum habt ihr euch nichts zu essen besorgt? Weil wir gearbeitet haben. Ich schaue dich mit meinem verrußten Gesicht einfach nur ein bisschen verblüfft an. Ja. Sieht man. Und klopfe nochmal so ein paar Rußflecken von meinem Ärmel. Was habt ihr denn so gearbeitet? Wir haben Holz gefunden. Und waren im Rathaus. Gut. Und? Er ist ein unfreundliches Arschloch. Der Bürgermeister? Nein, der blinde Typ. Gut, okay. Ja. Unfreundlich. Ja, gut, ich meine, er hat seinen Bruder umgebracht, ne? Ja, jetzt müssen wir halt überlegen, wie wir weitermachen. Hoth will nach Hel, um seinen Bruder zurückzuholen, um dadurch Ragnarök zu verhindern. Allerdings will er da anscheinend alleine hin, oder zumindest hat er versucht, uns zu zwingen, herauszugeben, wo die Pforte nach Hel ist. Also, wir haben den Auftrag, ihn zu töten, oder? Ja. Wo kommen Tote hin? Nach Hel. Wo ist das Problem? Warum habt ihr nicht getötet? Weil, wenn du mir die letzten Tage gefolgt bist, die Geister hier feststecken. Es gibt keine Pforte nach Hel. Der Bifrist ist zerstört. Es gibt keine Verzweigung zwischen den Welten. Das ist unser Problem. Okay, ja, ja. Jetzt. Blut ist halt noch in den Armen. Tut mir leid. Ja, kein Problem. Jetzt ich meine, sonst hätte ich nicht das Problem mit den ganzen Geistern. Es wäre auch eine ziemlich blöde Idee, ihn auf diese Weise zu Hel zu schicken, weil dann hat er nichts mehr anzubieten. Um zu tauschen. Ach. Dann gehört seine Seele eh schon Hel. Ach, Details. Er will nach Hel, bitte. Alles klar. Ja, gut. Das ist ja mal was. Und was habt ihr im Rathaus erfahren? Alles wird überwacht. Ich weiß nicht, ich habe mir den Computer nicht so genau angesehen. Was habt ihr da gesehen? Sigur. Ich glaube, vier konnten wir gar nicht öffnen, oder? Ja, du könntest dir doch die Dateien da angucken. Mit den einzelnen Bewohnern der Stadt. Wo dann teilweise Vermerke dran waren. Also ein Einwohnerverzeichnis in so einer Verwaltungssoftware mit Vermerken. Den und den im Auge behalten. Der und der ist verstorben. Und so. Und da hast du, glaube ich, auch ein bisschen drin rumgeschrieben. Mhm. Ich habe so ein paar Vermerke, glaube ich, gelöscht. Stimmt. Mhm. Ja, und wir haben ein Live-Feed von, also irgendwas muss ja da bei dir in der Mine auch passiert sein. Ja. Ist da auch ein bisschen mit Wachen. Das wurde nämlich live übertragen. Ja, die sind halt streng, ne? Okay. Ja, aber das bedeutet halt, dass die halt wirklich überall Videoüberwachung haben und überall auch die Leute im Auge behalten. Aber das bedeutet doch eigentlich, dass sie auch wissen, dass wir hier sind, oder? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das unbeobachtet geblieben ist. Zumal wir ja auch bei diesem Dunkelelfen ins Amtszimmer reingelatscht sind. In der Tür standen. Also ich komme jetzt gerade nicht so hinterher. Ist alles überwacht und... Aber ihr konntet da einfach rumspazieren? Ja. Da saßen so ein paar Empfangskobolde. Die haben sich auch nicht weiter interessiert, ne? Empfangskobolde. Ja, im Rathaus, so. Wie bei Harry Potter in Gringotts. Harry wer? Oh, lies, bitte. Das kennt man in Kanada nicht. Naja, in Kanada bestimmt, aber Sigur kennt das. Wir können nicht mehr befreundet sein.
Das war zu schwerwiegend. Egal, was machen wir jetzt? Uns läuft die Zeit davon. Ja, ich würde sagen, wir gehen zu Hoth und sagen ihm, er muss mit uns die Feuerriesen besiegen und dann suchen wir mit ihm einen Weg nach Hel. Ja gut, aber dann kommst du mit, weil ich mag den Typen nicht. Okay. Was genau hat er dir angetan? Er ist einfach furchtbar im sich unterhalten. Er hat sie alles, zum was er kann, ist vor die Tür. Abgesehen davon hat er versucht, mich zu beherrschen. Ich glaube, er hat es geschafft. Ja, das verschweige ich. Bewusst. Ah. Deswegen sage ich es ja. Ja, man sieht halt quasi so, wie sie so ein bisschen so mit der Fußspitze auf dem Mund so ganz missmutig ist. Also ist er vielleicht nicht doof, sondern du bist einfach nur zickig, ja? Ich bin überhaupt nicht zickig. Okay, wir merken jetzt... In diesem Tonfall war das jetzt nicht so glaubwürdig. Zeit läuft uns davon, glaube ich. Also, ich kann euch ja ein bisschen was berichten. Die killen hier jeden Morgen einen Arbeiter, wahllos aus der Menge, auf einem Opferaltar. Und außerdem behandeln die Arbeiter wie Dreck. Ich denke, ich habe genug gesagt, wir werden jetzt zu Hoth gehen und ihm sagen, dass er sofort diese Feuerriesen hier verjagt. Er dürfte da ein bisschen kräftiger sein als wir. Er machte nicht unbedingt den Eindruck, als würde ihn das interessieren. Ja, ja, aber ihn wird doch... Er will doch das... Also er will doch nach Hel, oder? Ja, das denke ich. Und können wir ihm dabei nicht helfen? Ihm war es eben schon egal. Also... Was war ihm egal? Ob wir ihn nach Hel bringen oder nicht, sonst buddelt er halt weiter. Also er hat Löcher gebuddelt, um nach Hel zu kommen. Nimmt er das wörtlich mit der Hölle, oder? Anscheinend. Ich weiß nicht. Ich habe da mal irgendwie was gelesen von wegen, dass es Zugänge gibt zur Hölle an bestimmten Bäumen. Vielleicht deswegen. Ja, so ein Sucht auch. Dass er noch einen ganzen Wald vor sich hat. Kann man lange buddeln. Wie gesagt, er wird da nicht weggehen. Er wird wahrscheinlich die ganze Nacht durchgraben. Also theoretisch könnten wir uns dort dann auf den Weg machen. Und was zu essen auftreiben. Ich habe Hunger. Ja, vielleicht gibt's hier noch ein 7-Eleven oder sowas. Unwahrscheinlich. Eine Pommesbude, ja. Das heißt, wir wollen ihm wirklich anbieten, dass wir mit ihm zum Tor gehen. Ich meine, was ist das Schlimmste, was er anstellen kann? Ich habe noch keins gesehen. Ja, wir haben... Sind wir denn nicht durch eins hierher gekommen? Ich habe ein Tor gesehen. Zumindest habe ich eins versucht zu öffnen für die Seelen. Und da war dieses Tor, aber es war verschlossen. Hm. Von daher... Das, ja. Ich weiß auch nicht weiter. Ja, er versteht, glaube ich, auch nicht, dass wir auf derselben Seite stehen. Ich wollte gerade sagen. Tun wir das denn? Wir essen dasselbe. Keine Ahnung, wenn du ihn umbringen willst, bitte, ich halte dich nicht auf. Also vorhin habe ich das noch für eine gute Idee gehalten. Immerhin ist das unser Auftrag, oder nicht? Ja, aber wenn wir ihn dadurch umbringen können, dass wir ihn in die Unterwelt karren und gegen seinen Bruder Baldur tauschen und dadurch Ragnarök verhindern, dann finde ich, das ist ein guter Deal. Ja. Er muss ja nicht wissen, dass er unsere Geisel ist. Einverstanden. Ich gucke Sigur ganz schräg an. Wer bist du und wo hast du Sigur gelassen? Ich zucke mit den Schultern. Wieso? Jedem ist geholfen. Okay, dann sollten wir uns mal lieber beeilen, bevor das blinde Huhn den Stall verlässt. Ja, oder das Loch. Welches der vier? Ich glaube, wir gehen jetzt einfach. Okay. Ja, es ist dunkel draußen und es gibt kein elektrisches Licht mehr. Gerade in dem Wald wird es sehr dunkel sein. Ja, aber in dem Wald wird es sehr dunkel sein. Richtig. Von daher, ja, zur Not führe ich euch einfach. Dann los.
Sind alle bereit? Ich fühle mich nicht wohl bei der Sache, wenn du uns führst. Was soll das denn heißen? Ja, keine Ahnung. Also wenn noch ein bisschen Dämmerlicht ist, dann kann ich auch mit anführen. Wenn die Sterne noch ein bisschen leuchten und der Mond vielleicht ein bisschen heller ist. Die Sterne und der Mond sind alle hinter dieser dicken Wolkendecke. Dann muss sie da vorgehen. Nuklearer Winter und so. Also, dann geht Hella vor, oder was? Nee, also solange es hell ist, können die anderen vorgehen. Ich meine nur nachher, wenn es komplett stockdunkel ist. Sibyl steht am Eingang der Scheune oder dieser Lagerhalle, wo ihr da wart. Guckt nach draußen. Dunkel! Oh, das geht jetzt aber schnell. Also für meine Augen zumindest. Es ist doch jetzt egal, ob wir bis morgen früh warten oder jetzt losgehen. Und ich finde, wir sollten einfach die Dunkelheit ausnutzen. Ja. Zumindest sehen uns dann diese Flammenriesen nicht. Zumindest ja, aber wir sehen sie zuerst. Das ist eine gute Idee. Das Praktische. Praktische. Die im Dunkeln zu übersehen, ist ziemlich schwer, ja. Na dann los, Hella, wenn du die Richtung weißt, dann... Naja, wir sind den Weg ja schon mal gegangen, von daher... Los geht's. Oh, dann marschierst du nach vorne weg. Und der ganze Tross hinterher. Yep. Und ich weiß gar nicht mehr, was ihr beim letzten Mal unternommen hattet, um diese Gesänge und das Geheule und die ganzen Seelen von Hella abzuhalten. Sigo hat sie angeschnauzt. Ja. Auf jeden Fall hinter jeder Häuserecke, an der ihr vorbeilauft, wird Hella wieder irgendwelche toten Seelen entdecken, die zu ihr hinstreben und sie verfolgen. Wenn du nicht umblickst, ist da auch so ein Pulk, der aber noch gehörig Abstand hält. Ja, ich habe meinen Bodyguard dabei und ich ignoriere sie. Also ich versuche sie zumindest zu ignorieren. Das ist so, guck sie nicht an, guck sie nicht an, guck sie nicht an. Es ist so irgendwie, als würdest du in so einem Halbkreis wandern und eigentlich haben sie dich schon längst umzingelt, aber sie laufen halt mit dir mit. Das ist ein ganz schräges Gefühl. Langsam habe ich so das Gefühl, dass ich der Schlüssel zur Unterwelt bin. Deswegen hängen die alle so an mir, aber gut. Ich würde die anderen dann wieder auf den Weg lotsen zu den Bäumen, wo wir halt vorher waren. Mhm. Und dann, ja, sobald wir die ersten Löcher erreicht haben, Ausschau halten nach irgendeinem Typen, der gräbt. Ja, der ist schwer zu übersehen. Jo. Also zu überhören zumindest. Also übersehen. Ich würde die anderen auch um die Löcher rumlotsen, weil, wie gesagt, dunkel, Wald. Soll ich ein bisschen Licht anmachen? Jetzt hier? Wenn sonst keiner da ist? Das ist eine schlechte Idee. Also die Bäume sind hier nicht dicht genug, als dass sie das Licht komplett nach außen hin abschirmen. Und wenn hier plötzlich Licht angeht, weiß ich nicht, wie viel Aufmerksamkeit wir dadurch auf uns ziehen. Dann fallt nicht in die Löcher rein. Bock. Ich versuch's. Ja. Also ich weiß nicht, wenn jemand noch Saft auf seinem Handy hat, kann er das gerne anmachen. Das geht nicht so weit, solange er es nur vor sich richtet und nicht zurück. Aber am besten sonst nichts anderes. Okay. Sibyl macht ihr Handy an. Ja. Dann gehe ich mal in Richtung Geräusche. Schön um die Löcher rum. Mhm. Ja, das ist das gleiche Bild wie sonst. Ja. Nur, dass der gute Hod inzwischen seinen Stab mit bei sich im Loch unten hat, wo er drin sitzt. Ja. Das ist ein anderes Loch als das, wo er eben war. Ja, ich nicke Sigurd zu. Darf ich präsentieren? Hod. Ja, während er weiter buddelt, guckt sich auch gar nicht um oder so. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr es euch anders überlegt? Hier ist nichts. Jetzt sind wir vollständig. Oh. Noch eine neue Stimme. Bist du Vali? Sigo, mein Name. Vali? Wer ist Vali? Ich guck die anderen an. Wer ist Vali?
Derjenige, der ihn tötet. Oder diejenige. Ach so. Nein, bin ich nicht. Gut, dann gehen wir aus dem Weg. Und er klettert aus dem Loch. Sigur. Ja. Du siehst, dass das ein ziemlich nutzloses Unterfangen ist, was du hier versuchst, oder? Irgendwo muss der Eingang sein, also gehen wir aus dem Weg. Irgendwo. Der läuft zum nächsten Baum rüber und fängt an, wieder zu graben. Ist nicht so ein Pragmatiker? Ich möchte, während die anderen sich mit ihm unterhalten, mich mal auf die Hehlseite in mir konzentrieren. Mhm. Und dann quasi gucken, ob ich irgendwas spüre. Für den Fall, dass hier wirklich noch ein Tor ist. Du willst ein Tor spüren, ne? Nein, ich möchte einfach gucken, ob hier noch etwas anderes von Hels Präsenz ist. Weil Tor nach Hell, Hels Präsenz, ich Tochter von Hel, irgendwie müssen wir aufeinander abstimmen. Okay. Ja, dann das mache ich halt parallel. Konzentrierst du dich? Wie sieht das aus, wenn du dich auf die Hels-Seite konzentrierst? Ich mache die Augen zu, fühle in mich rein. Ich spüre die Kälte. Beziehungsweise halt spüre sie nicht, sondern halt den göttlichen Teil in mir. Und ja. Spür quasi nach außen, ob es eine Resonanz gibt. Aber das mache ich halt, während die anderen sich unterhalten. Okay. Ja, dann unterhaltet euch mal weiter, während Hella in sich geht. Also Hurt, du bist nicht so der Pragmatiker, oder? Noch so ein Dummschwätzer. Was soll das für Gerede? Ich hab zu tun. Genau. Also rennst du öfter so kopflos einfach durch die Gegend? Ich renne nicht kopflos durch die Gegend, ich grabe. Zu blind links. Ja. Genau. Du gräbst einfach in der Wildnis rum. Ja, und hier ist irgendwo das Tor. Die Nadel im Heuhaufen. Ja, was soll ich sonst tun? Hast du einen besseren Vorschlag? Pass mal auf. Ja, du könntest dir zum Beispiel Hilfe besorgen. Für wen? Für mich? Ja, wir können mit dir das Tor suchen. Ja, dann los, bitte. Suchst du eine Schaufel und Grab. Ja, hör mal. Du weißt doch, wie das läuft. Entweder du hilfst uns auch. Oder wir bewegen uns nicht. Wir können nämlich deine Hilfe gebrauchen. Ach, ich soll jemand helfen. Interessant. Klar. Ich bin dabei, jemand zu helfen. Ich bin dabei, die Welt zu retten. Das ist richtig. Ja. Wir wollen dir gerne dabei helfen. Ja, dann los. Ja, aber die Welt fängt erstmal da vorne an. Und da vorne sterben jeden Tag Menschen. Das ist mir egal. Und da gucke ich nicht einfach zu. Ein paar Opfer wird es immer geben. Aha. Ich dachte, du willst die Welt retten. Ja, und das ist mehr als diese paar Seelen, die da jeden Tag überhaupt. Ja, aber dann, dir sind die paar Seelen scheißegal, oder wie? Korrekt. Was sind ein paar Seelen gegen die ganze Welt? Immer diese Utilitaristen, ey. Also. Hella guckt sich mal um. Ich dachte, sie konzentriert sich. Ja, aber so nach dem Motto so, wie viele, was sind ein paar Seelen mehr? Willst du unsere Hilfe? Oder, also ganz ehrlich, wenn du hier einfach so weiterbuddelst, bist du in 10 Jahren noch nicht fertig. Dann lass es 10 Jahre dauern, wenn ihr mir nicht helft, bitte. Ja, dann ist die Welt tot. Dann brauchst du nicht mehr weitersuchen. Dann kannst du jetzt sofort aufhören. Wo ist das Ende? Es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Soll ich es alles lindern? Dann bin ich auch in 10 Jahren noch nicht fertig. Es gibt immer noch eine Stadt und noch eine Stadt, die beherrscht wird. Wir müssen die Titanen anders aufhalten, nicht jetzt hier. Alles klar, ich bin offen für Vorschläge. Grabe und such nach dem Tor. Ja, das ist mir zu wenig, das überzeugt mich nicht. Tut mir leid. Dann lass es sein. Wenn dir eine bessere Lösung einfällt, ich bin offen. Eine bessere Lösung als was? Du sagst mir doch noch nicht mal, was deine Lösung ist. Ja, nach Hel zu kommen. Ja, super. Und das löst ungefähr was? Wir lösen Baldur aus und verhindern Ragnarök. Ja, aber dadurch bleibt doch trotzdem jetzt alles, wie es ist. Oder meinst du, das wird alles rückgängig gemacht? Automatisch dadurch, dass Baldur wieder da ist. Wir schlagen dem Schicksal ein Schnippchen. Ja, trotzdem werden die Uhren dadurch nicht zurückgedreht. Zeit ist eine Einbahnstraße. Das ist so klein gedacht. Aha. Ja, dann erleuchte mich. Du lässt dir ja alles aus der Nase ziehen, wie so Popel.
weißt du, es hat alles dieses Schicksal, das unterwirft uns alle. Das müsstest du mittlerweile schon mal gemerkt haben. Geht so. Das, was du Zeit nennst, ja? Ja. Was wäre, wenn man der Zeit ein Schnippchen schlagen kann? Wenn sie nicht linear gerade läuft? Hm? Wenn man alles zurückdrehen kann? Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Siehst du. Das versuche ich gerade. Immer diese Drecksschicksalsweberin schlagen einem immer wieder ein Schnippchen. Es war alles so gut. Niemand konnte ihn töten. Mhm. Und dann ist es doch passiert. Und du bist dir sicher, dass die Nonnen das waren? Wer denn sonst? Wer macht denn das Schicksal sonst? Also war es Lokis Schicksal, dir den Mistelzweig unterzuschieben? Hat er das? Er hat mir den Pfeil gegeben, den ich geworfen habe, aber... Ja, vielleicht, ja. Aha. Das war nicht seine freie Entscheidung. Ich weiß nicht, wie diese Drecksviecher arbeiten. Meistens verwirren sie einem den Geist, sodass man das macht, was sie wollen. Also ich habe jetzt schon mindestens einmal erlebt, dass jemand sein Schicksal geändert hat. Durch eine freie Entscheidung. Das versuche ich ja gerade. Und zwar gegen den Willen der Nonnen. Das versuche ich ja gerade. Und ich will dir dabei helfen. Du glaubst, dass das automatisch die Zeit zurückdreht, wenn du den Nonnen ein Schnippchen schlägst? Ich habe das Gegenteil gesehen. Es ging weiter. Es ging anders weiter, aber es ging weiter. Zumindest ist dann das Ende und die Herrschaft der Titanen aufgehalten. Wie du vielleicht gemerkt natürlich. Hast. Natürlich, wie ist sie denn dann aufgehalten? Wie verpufft die einfach im Nirgendwo oder was? Ja. Ja, und. Wir werden klar. Die Götter werden wieder stark und können sie zurückschlagen. So wie es früher war, als Baldur noch lebte. Warum sind die Götter denn jetzt schwach? Ich verstehe das immer noch nicht so ganz. Weil Ragnarök beginnt. Ja, und das führt jetzt automatisch zum Schwächeanfall bei allen Göttern. Sämtlicher Götter. Mhm. Das Schicksal sagt voraus, dass die Götter fallen. Mhm. Baldur ist nur der Erste. Ja, aber warum müssen die Götter denn erst erstarken? Warum sind die denn jetzt schwach? Ich raff's nicht, ernsthaft. Weil sie jetzt verwundbar sind. Jetzt, wo Ragnaroks Zeit angeworfen ist, sind sie sterblich. Ja, und das bedeutet jetzt erstmal, dass sie Schiss haben. Korrekt. Aha. Zu Recht haben sie Schiss. Ja, gut, aber... Weil jetzt die Zeit ist, wo man sie umbringen kann. Wo die Zeit nah ist, dass die Titanen die Erde erobern. Und danach... Ja, super. Und genau jetzt ist endlich mal ein Kampf gegen Titanen wirklich mutig. Was hat man denn zu verlieren, wenn man unsterblich ist? Bislang hatten die ja dann scheinbar nichts zu verlieren. Jetzt, wo sie was zu verlieren haben, was machen sie? Verschanzen sich. Ziehen die Fühler ein. Und das willst du ändern, ja? Also langsam habe ich... Dass Odin auf seinem Pferd herabschreitet und alle mit Blitzen versenkt? Wäre doch mal ein Anfang. Na, so läuft es nicht. Warum nicht? Weil sie verwundbar sind und Angst haben. Vielleicht. Ganz groß. Ich kann dir nur sagen, wie es läuft. Und nicht warum. Das musst du den Altvater fragen. Aber ich bezweifle, dass er dir antworten wird. Er antwortet nie auf solche Fragen. Jetzt zu dieser Zeit stürmen sie auf Asgard ein. Ich
glaube, dass dort mehr gekämpft wird als hier gerade. Echt? Nee. Warst du da? Wir waren vor kurzem noch da. Ihr wart also in Asgard? Vor den Toren. Nein, wir standen vor den Toren. Da war nix. Oh, natürlich, ihr habt das Tor von Asgard gesehen und denkt euch, okay, es ist alles klar. Ja. Lebt Heimdall noch? Geh mal davon aus, dass... Bitte? Lebt Heimdall noch? Wo der? Dann ist es zumindest noch nicht verloren. Dann wisst ihr auch, warum ihr das Tor einfach gefahrlos betreten oder sehen konntet. Ich lasse diese Menschen nicht einfach im Stich. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich lasse die Menschen auf meine Art nicht im Stich. Ich glaube, wir können das beenden. Innerhalb von kurzer Zeit. Was? Wenn wir zusammenarbeiten. Das da drüben. Und dann können wir uns auf jeden Fall auf die Suche nach dem Tor machen. Das ist Zeitverschwendung. Für mich nicht. Du kannst die Titanen nicht zurück. Sie sind zu viele. Wie viele sind wir? 5, 6? Und wie viele sind sie? Eine ganze Welt. Und die da drüben? Wie viel sind das? 10? So viel, wie sie brauchen. Momentan, keine Ahnung. 10, 20? Ja. Das Tor ist offen. Sie können Nachschub holen, wann immer sie wollen. Wenn wir jetzt die 20 Titanen auslöschen, sind morgen 20 neue da. Das Tor, ist das da bei diesem Altar? Nein. Was ist das für ein Altar? Sie opfern dort Seelen, damit sie stärker werden. Oder sie glauben zumindest, dass sie dadurch stärker werden. Werden vielleicht, sie aber nicht wirklich, vielleicht, oder? Vielleicht ernährt sich auch dieser komische Elf davon. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Deal mit ihnen. Sie lassen mich in Frieden, ich lasse sie in Frieden. Was machen die denn da? Wonach graben die? Frag sie. Ach, die suchen schon auch ein Tor nach Hehl. Sehr beliebt heutzutage. Ich glaube eher, dass sie den Zugang zu ihrer Welt vergrößern wollen oder so. Und du bist dir sicher, dass wenn wir den Zugang zu Hehl gefunden haben und wir dort angekommen sind, dass du das sofort rückgängig machen kannst? Alles? Ich hoffe. Ich werde alles dafür tun, dass es klappt. Ich drehe mich mal zu den Mädels um. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Ich meditiere. Also, ja. Ich suche immer noch nach Resonanzen. Ja, also, ganz ehrlich, ne? Wir wollten ja auch den Balder zurückholen. Und ich finde schon, dass wir das versuchen sollten, weil wenn das stimmt, dass die Titanen da ein direktes Tor haben und unendlich Nachschub nachholen können, dann brauchen wir andere Mittel, um die anzugreifen, als tatsächlich 4-5. Also ich finde, da hat er wohl recht. Seit dem Einschlag von Jotunheimer sind die ganzen Tore zu den Welten der Titanen offen. Können rein und raus, wann immer sie wollen. Die Götter haben die Kontrolle verloren über diese Welt. Wir müssen sie zurückholen. Aber das schaffen wir nur, wenn wir die Kette unterbrechen. Wenn die Ereignisse nicht so ablaufen, wie sie sollen. Ja, dann versuchen wir das doch. Ich glaube auch, dass wir hier nicht weiterkommen. Ich glaube, wir sollten wirklich gehen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es klappt, aber ich muss das tun. Versteht ihr nicht? Das ist die einzige Chance, die ich sehe, dass man es aufhalten kann. Die anderen scheinen sich in ihr Schicksal ergeben zu haben. Sie verteidigen Asgard und mauern sich ein, wie du es vorhin gesagt hast. Und ja, sie haben Schiss, das glaube ich. Ich habe auch Schiss.
Jeder hätte Schiss in dieser Situation. Ja, und in genau solchen Situationen zeigt sich wahrer Mut. Ja, und deswegen grabe ich. Ich schaue Sibyl an. Was sagt sie? Sie atmet schwer, weil eben sie das ein bisschen getroffen hat, dass Loki ihm den Fall gegeben hat, weil sie ist ja Tochter des Loki. Was soll ich sagen? Klingt ganz plausibel, was er sagt. Aber ich verstehe nicht, warum ein Gott das alles lostritt. Warum macht das mein Vater? Gute Frage. Wir können ihn ja irgendwann mal fragen. Allerdings von dem, was ich bis jetzt über Loki gehört habe, werden wir darauf keine klare Antwort bekommen. Haben wir jemals eine klare Antwort von irgendeinem Gott bekommen? Außer dem da? Q-E-D. Weißt du, wir sollten da einfach hochrennen und vielleicht machen wir es besser. Ja, kriege ich irgendwie eine Resonanz? Ja, du kriegst eine Resonanz, nachdem du dich jetzt lange konzentriert hast und das Gespräch ja ging. Hier sind überall Tore. Okay. An den Bäumen. Auch da, wo er schon gegraben hat. Okay. Sind aber alle zu. Ja, das ändert nichts an unserem Problem, meine ich. Ich wandere quasi zwischen den Löchern herum. Hier sind überall Tore nach Hel. Ich kann sie spüren. Aber Sie sind verschlossen. Sie sind verschlossen! Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich selber eins herbeigerufen habe. Hier um uns herum sind zig Trillionen Seelen, die mich anstarren. Die wollen, dass ich sie nach Hause schicken und ich kann es nicht. Sie verfolgen mich. Es muss eine Möglichkeit geben. Wo sind die Tore? Unter welchem Baum? Ja, ich packe ihn an den Schultern und drehe ihn. Ne? Da hast du schon gegraben. Da ist ein Tor. Dort hast du noch nicht gegraben. Da ist ein Tor. Dort hinten hast du schon gegraben. Da ist ein Tor. Hier in dem momentanen Loch ist da auch ein Tor. Ja. Da ist auch ein Tor. Hier sind überall Tore. Aber wir können sie nicht öffnen. Ich kann sie nicht öffnen. Ich habe es versucht. Verstehst du? Dann taumelt er so zurück und hält sich so an dem Baum fest und sinkt dann so mit dem Rücken so am Baum irgendwie runter. Sodass er dann so vorne sitzt. Der Stab fällt ihm zur Seite und er vergräbt sein Gesicht in den Händen und schüttelt mit dem Kopf. Das kann nicht sein. Das war meine letzte Möglichkeit. Du lügst. Ich würde nochmal in das Loch klettern und ich habe ja schon mal versucht, ihn nach Hause zu schicken. Ich würde dieses Tor für mich quasi nochmal bildlich beschwören, dass ich das quasi sehen und anfassen kann. Ja. Nein, tue ich nicht. Kommen die Seelen näher, wenn die das Tor sehen? Ja. Definitiv. Sie lässt uns raus. Ja, ich wirbele auf der Stelle herum und brülle, bleibt mir vom Leib! Ich kann nicht denken, wenn ihr mir so nahe kommt. Ich gehe einen Schritt zurück, okay? Ich komme nicht näher. Nicht du! Die! Ich höre sie die ganze Zeit. Ich höre ihre Stimmen, ihr Weinen, ihr Klagen, ihr... Sie schauen mich an mit ihren toten Augen und kommen näher und wollen, dass ich sie nach Hause schicke, aber ich kann es nicht. Niemand kann es, niemand. Es ist alles verloren. Und er fängt an zu schluchzen. Oh, ein weinender Gott. Mhm. Ohne Augen. Oh. Sibyl? Ja? Ich weiß, dass es viel von dir verlangt, aber ich habe diesen Gedanken schon ein bisschen länger. Glaubst du, du könntest herausfinden in einer Vision,
Ja. Ob ich sterben muss, damit dieses blöde Tor aufgeht? Du willst, dass ich deinen Tod vorhersehe? Ja, ich will wissen, ob er dafür nötig ist. Warum auch immer, ich verstehe dieses System nicht. So funktionieren die Visionen nicht. Ich kann nicht bestimmen, was ich sehe. Ja, ich weiß. Es war nur irgendwie mein bester Ansatz gerade und ich setze mich etwas frustriert vor dieses Tor und schaue es böse an. Du hast das Gefühl, dass es sich um das Tor noch weiter so Ketten bilden und es noch weiter verschließen. Und ich hasse dich. Ein böser Türsteher sich materialisiert vor dem Tor. Du kommst in den Drive. Ja. Ja. Das kann nicht sein. Das kommt so jetzt so fast so ein bisschen meditativ jetzt von unten, von dem sitzenden Hod. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Sie hat nicht recht, ich muss nur weitergraben. Sie sieht was anderes, das kann nicht sein. Und dann steht er wieder auf, nimmt die Schaufel und gräbt im nächsten Baum. Gibt es einen Weg nachher durch die Titanenwelt? Geht das? Das würden wir nicht überleben. Tut mir leid, aber das ist reiner Selbstmord. Ich meine, überleg mal, das hier sind Feuertitanen. Die werden in einer Welt leben, die nur aus Feuer besteht. Es gibt Titanen aus Eis und Schnee. Da werden wir erfrieren. Das hatte meine Mutter doch gesagt, dass wir ihr nicht folgen sollen, dahin, wo sie unterwegs ist. Stimmt. Vielleicht tun wir einfach das, was die Götter von uns verlangen. Oder zumindest nehmen wir ihn gefangen und vielleicht gibt es ja noch ein Gericht oder so. Hier so von wegen, hier ist er, tötet ihn selber oder so. Dafür sind sie zu feige. Und wo sollten wir ihn hinbringen? Also ich will ihn nicht töten, guckt ihn euch doch an. Selbst wenn wir ihn töten, seine Seele verbleibt hier und dann habe ich ihn immer noch an der Backe. Wenn das denn bei Göttern genauso funktioniert wie bei Menschen. Wahrscheinlich schon. Ich vermute einfach, dass... Warum sind denn auch diese scheiß Tore zu? Bist du sicher, dass die zu sind? Hast du es nochmal probiert? Ich vermute einfach, dass meine Mutter die Pforten der Hölle zugemacht hat. Nichts kommt raus und nichts kommt rein. Aber gut, ich versuch's gern nochmal. Und ich lege beide Hände an das Tor. Ja, du siehst die Ketten, wie sie sich materialisieren um das Tor herum. Das macht ja auch Sinn irgendwie, ne? Jetzt hat sie das, was sie wollte, und jetzt verhindert sie, dass irgendjemand die wieder rausholt. Ich würde es, glaube ich, genauso machen. Es klingt schräg, aber ich würde es auch so machen. Gut, und über eine andere Unterwelt kommen wir da nicht rein, oder? Die sind nicht miteinander verbunden. Kenne ich mich damit aus? Keine Ahnung. Ich wusste ja bis vor kurzem noch nicht mal, dass es Götter gibt, aber es gibt viele Pantheon. Weiß denn Annas Vater das sowas nicht? Immerhin ist er der Bewacher der ganzen Wege zwischen den Welten, oder? Oder ist er nur der Bewacher von Asgard? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was der vom Beruf ist. Torwächter. Er ist der Torwächter, oder so. Also ja, er ist der Bewacher der Wege und herrlich, also wenn du ihn fragen willst, bitte, wir haben im Moment keinen weiteren Anhaltspunkt. Vielleicht erbarmt er sich ja und antwortet ja. Hast du seine Handynummer? Wie haben die Menschen Gut. früher mit den Göttern in Kontakt genommen? Sie haben gebetet? Ja. Er wird uns hören. Er hat sowieso ein Auge auf dich. Er beobachtet dich die ganze Zeit. Du bist seine Tochter. Das hat er gesagt. Sag mal. So, Papa. Dann hast du gehört, was los ist. Sag, was los ist. Also ich weiß ja nicht, wie ihr Amerikaner das macht, aber so funktioniert Beten nicht. Ach, diese Bitte? Kanadier immer.
Ich habe keine Ahnung, wie ich mit denen reden soll. Ich habe den... Ich bin auch nicht sonderlich religiös. Scheiße, wie geht sowas? Wie geil, Götter, die nicht religiös sind. Halbgötter, ja. Halbgötter, ja! Müssen wir eine halbe Ziege schlachten? Ich weiß es nicht. Es ist auch strange, weil da drüben ist ein größenwahnsinniger Gott, der Löcher in den Boden gräbt. Das macht die Sache nicht besser, dass ich bete, oder? Das Ganze ist hier total, sowieso total strange. Wir sind Halbgötter, wir befinden uns kurz vor dem Weltuntergang. Irgendein Gott buddelt hier Löcher an jeden Baum, als wäre er ein verrückter Maulwurf, und da hinten laufen Feuerriesen rum. Also, was an dieser Situation ist normal? Ich laufe ein bisschen auf und ab, hab die Fäuste geballt und versuche in Gedanken mit geschlossenen Augen, ich sehe ja sowieso nichts, mal dran zu denken, gibt's einen anderen Weg, sag schon. Und versuche irgendwie mit meinem Vater Kontakt aufzunehmen. Inbrunstig. Ja. Und all der Wut, die du auf ihn hast und die dich ja angestaut hat, und haben wir ja beim letzten oder beim vorletzten Mal, das glaube ich, in dir. Haben wir das ja auch mitgekriegt. Aber auch hier kommt erstmal keine Antwort. Außer dem kalten Nachtwind, der durch die Bäume raschelt. Boah, verdammt! Die könnten ruhig was nützlicher sein. Ehrlich jetzt! Und dann auf einmal, irgendwie, als ihr dann noch so rumsteht und gar nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, hört ihr von der Straße, die neben dem Wald ist, irgendwie Geräusche. Anna, was ist das? Ich spitze die Ohren. Kann ich das irgendwie... Das klingt wie ein Motorengeräusch. Irgendwie ein stotternder Motor. Das ist ein Motor. Jemand lässt einen Wagen an? Mhm. Ja, eher so, es klingt eher so, als ob einem das Benzin ausgeht. Da bleibt ein Wagen stehen. Und dann hört man durch die Nacht, Scheiß, Dreckskarre! Und das hat man gehört. Und Türen schlagen. Wer ist das? Wer kommt um diese Uhrzeit hier hin? Ich geh da hin. Pass auf das Loch auf! Ja, ich zünde mal meine Fingerspitze an. Also ich mache einfach so und dann brennt so meine Fingerspitze. Sigur, so, so, das wandelnde so. Sippo. Ja, genau. Ein bisschen größer als eine Kerzenflamme. Damit leuchte ich mir so ein bisschen den Weg. Ja. Ja, dann siehst du dann irgendwie so ein, das ist so ein Truck halt, mit einer großen Aufschrift drauf, also es ist auf die Seite von dem Truck ist so ein Comic-Rabe gemalt, der so eine Limonade in der Hand hält und es gerade so rot zuprostet. Und da steht ein Rabe? Halt, ja, da steht halt Raven Lemonade drauf. Was haben die Götter immer mit diesen Raben? Getränken, ja, das auch. Der grinst, dieser Comic-Grabe grinst so von dem Laster-Schriftzug runter. Ja, ich grinse so ein bisschen schräg zurück. Ja, und das ist halt ein Typ daneben, der gerade gegen die Räder seines Trucks tritt. Scheiß Ding! Kollege, kannst du Hilfe gebrauchen? Ich mach hallo. Den Finger wieder aus. Ja, das sollte es sein. Was machst du? Er greift so ins Innere, also einmal so oft. Irgendwie, wahrscheinlich hat er da irgendwas, um sich zu verteidigen oder so. Hey, beruhig dich. Alles gut, keine Sorge. Wer bist du? Ich frag mich einfach nur. Naja, egal. Mein Name ist Sigur. Hi. Hallo? Ich stand zufällig hier um die Ecke und da habe ich dich fluchen gehört. Ja, ist wahrscheinlich nicht zu überhören gewesen. Das ist richtig. Die Dreckskarre ist mir verreckt. Ich guck mir den Wagen ansonsten auch nochmal an. Ist da irgendwie was Besonderes? Nee. Ja.
Ich mach mal einfach die Motorhaube auf. Ja. Motor, ne? Dampft der? Macht der irgendwas? Ne, sieht ziemlich normal aus. Wann hast du das letzte Mal den Ölstein kontrolliert? Pff, keine Ahnung. Schon was länger her seit dieses... Und jetzt zeigt's in die Luft. Ja, das könnte der Grund sein. Hast du eine Tankstelle gesehen? Ist die Straße runter? Wenigstens da ist doch eine Stadt, oder? Ja, da solltest du aber besser nicht hin. Warum nicht? Ach, das Übliche. Sklaverei. Hinrichtung. Feuerriesen. Klar. Mhm. Glaubst du mir nicht? Ziemlich schwer zu glauben, was du da erzählst, ja. Ja, genau. Es ist auch ziemlich schwer zu glauben, dass es seit August nicht aufgehört hat zu schneien. Tja. Dann muss ich wenigstens die Kühlung in dem Ding nicht anschmeißen, um meine Getränke kühl zu halten. Wie heißt du eigentlich? Ich bin David. David. Der reichte die Hand. Ja. Streich ihm zurück. Händedruck irgendwie fest oder so? Ja, ganz normal. Was machst du so, David? Ja. Du bist Vertreter für Limonade. Limonaden, ja. Toll, ne? Ich hab wenigstens immer was zu trinken mit. Das ist gut. Bisschen was ist noch da. Braucht ihr was? Pass mal auf. Ich hole mal meine Brieftasche raus. Da sind bestimmt noch irgendwie ein paar alte Dollarscheine drin. Ne? Ja. Ich hole die alle raus. Ich habe $450. Mhm. Was gibt's mir dafür? Keine Ahnung, eine Kiste? Ha! Wie viel brauchst du? Ich guck mal so bei ihm hinten rein. Was hat der so? Ja, die ist noch, der Truck ist noch zur Hälfte voll mit so Getränkekisten. Was kostet denn so eine Kiste normalerweise? 20, oder? In diesen Zeiten genau das, 30. was du mit hast. Ach so, alles klar. Ja gut, dann nehme ich natürlich alle. Und leg ihm die 450 dahin. Ah, sagen wir 3. Ich lade einfach raus. Hey! Was? 3, nicht 4. Die 3. 3 Kisten. Kaum anständiger Preis. In diesen Zeiten schon. Das den Zeug, was du mir da geben willst, ist eh nicht mehr viel wert. Ja, okay, 3. Pack ich die 4. wieder rein. Jetzt Schulter die 3 Kästen. Jetzt muss dieses Zeugs nun wieder anspringen. Hier. Der tritt nochmal so gegen den. Kennst du dich mit Motoren aus? Kriegst du eine 4. Kiste, wenn du das Ding wieder zum Laufen kriegst. Also jetzt mal komplett abseits. Mich interessiert erstmal, was, also fährst du jetzt rum und verkaufst Limonade oder was? Ja, so kann man es nennen. Halt mich über Wasser, fahr von Stadt zu Stadt. Und du hast noch nichts von den komischen Titanen, die hier in der Umgebung rumjucken, gehört? Also wenn du sagst, dass es hier gefährlich ist, fahre ich lieber außen rum. Du hast noch nichts Merkwürdiges. Also, wann ist eigentlich dieser Komet über Las Vegas abgestürzt? Das ist schon eine Weile her. Ja, aber wie lange ist das? Ich habe irgendwie das Zeitgefühl verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, es war schon ein Jahr oder so her. Ja. Und seitdem bist du unterwegs und hast nichts Merkwürdiges festgestellt, außer dass es hier läuft jede Menge merkwürdiger Scheiß, aber ich ja, komm, dann ich bin ziemlich, raus damit. Ich bin ziemlich gut darin, den zu umfahren. Aber von was hast du denn gehört? Du wirst doch irgendwas gehört haben. Ach, Krieg und Totschlag und sowas. Überall wirst du deine Limonade los. Ja. Weißt du, ich weiß, wo die Fabrik ist. Aha. Aber ich verrat's keinem. kann ich verstehen. Okay. Aber die ist aber. Und ich krieg alles, was ich will. Limonade ist ziemlich gefragt hier. Ja, jede Art von Lebensmitteln ist wahrscheinlich ziemlich gefragt. Korrekt, und ich weiß, wo die Quelle ist. Deswegen lassen mich die Leute in Ruhe und sie kriegen was, ich krieg was. Hey, eine Hand wäscht die andere und ich muss mich nicht mit dem ganzen Scheiß befassen, der hier läuft. Wohin bist du jetzt gerade auf dem Weg? Du wolltest hier jetzt nach Centralia oder was? Ja, ich denke, neue Kunden und so. Aber wenn du sagst, das ist scheiße, da fahre ich lieber wieder um. Das ist nicht nur scheiße, das ist bodenlos schrecklich dort. Und das meine ich sogar
im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist bodenlos schrecklich. Okay. Dann danke für den Tipp. Aber momentan bin ich ja eh hier gestrandet. Das ist richtig. Sag mal, dich kann ich ja fragen, ne? Hast du schon mal was von den nordischen Göttern gehört? Thor und so? Ja. Und? Also, ich meine, hier ist ja ziemlich viel komisches Zeug los, ne? Mhm. Aber hast du davon gehört, dass angeblich Kinder von diesen nordischen Göttern hier auf der Erde wandeln? Nicht wahr. Klingt wie eine gute Nachtgeschichte. Ist klar. Also hast du echt noch nichts von gehört? Nein. Wieso? Hast du welche gesehen? Du hast Götter gesehen. Das ist eine tolle, echt eine gute Geschichte. Kannst du vielleicht einem verticken, wenn jemand mehr Interesse an Geschichten hätte als ich? Ja, ich glaube, die würden mich für verrückt halten. Verrückte sind gar nicht so unselten heutzutage. Weißt du, wenn du noch ein paar Meilen in die Richtung fährst, dann kommst du in so eine kleine Siedlung, da sind alle total bekloppt. Wieso? Was ist denn da? Ja, das ist irgend so eine Sekte. Ja, erzähl mal, was machen die? Ja, die haben hier so eine Christensekte halt. Die sagen, hier, Jesus kommt wieder und Ende der Welt und bla und blub. Ja, so schier, so. Wenn du denen was von nordischen Göttern erzählst, ich glaube, die lünchen dich. Das würde ich nicht machen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber wie kriege ich jetzt diesen scheiß Truck wieder im Lauf? Ich könnte 10 Zombies anbieten, die können den tragen. Den Truck. Warte mal. 10 Zombies tragen einen Truck. Die müssen ihn nicht tragen, sie können ihn auch schieben. Die Räder funktionieren ja noch. Ich mache das anders, ich gucke einfach mal unter das Auto. Ja. Und zwar, indem ich das so mit einer Hand hochhebe und mal drunter gucke. Okay. Ja, der macht große Augen. Oh! Du hast gut gefrühstückt, Alter, was? So ein Stück zurück. Guck runter, was ist. Sieht man da irgendwas? Ist da irgendwas kaputt oder so? Nee, ist. Also, alles keine Ahnung. Ich bin jetzt auch echt überhaupt kein Experte, ne? Ja, also, wenn es was du sagen würdest, ist nichts kaputt. Ziemlich dreckig, aber nicht kaputt. Ey, du solltest dein Auto mal putzen. Ja, genau. Zeig mir eine Waschanlage, die noch funktioniert. Keine Ahnung, ja, gut, wenn aber wenn du das. Hey, wenn du so stark bist, kannst du vielleicht. Weiß nicht, fliegen oder so? Ja, bist genau. Du Superman? Ja, erzähl Neues. Oder der Hulk konnte springen, oder? Wer? Scheiße, bist du Scheiße Hulk? Wer? Erstens bin ich nicht Scheiße. Zweitens habe ich keine Ahnung, wovon du redest. Kommst du aus Kanada, oder? Das ist dieser komische Akzent. Ja, ich bin Kanadier. Ist richtig. Da Sigur sehr lange weg ist, würde ich ihm jetzt mal hinterhergehen und die anderen fragen, ob sie mitkommen wollen. Weil er ist ja jetzt schon etwas länger weg. Okay. Ich guck mal zu hoch, sieht aus, als würde der weglaufen, wenn nichts anderes. Der gräbt. Der gräbt weiter. Okay, gut, dann komme ich mit. Und dann hörst du immer wieder so ein bisschen, sie hat nicht recht, sie hat sich recht, sie hat gelogen. Ja, sag mal, also hier, du kennst dich dann noch hier wahrscheinlich aus, oder? Lass erstmal den Truck wieder runter, ey, Alter. Das ist gar nicht gut. Ja, Entschuldigung. Lass den wieder runter. Kein Stress. Scheiße, Mann, was hast du gegessen, dass du so stark bist? Hä? Wie? Spinat. Einfach nur Spinat, ja, genau. Wow. Ziemlich viel. Schon mal Popeye gesehen? Das stimmt wirklich. Ich hasse Spinat, Alter. Ich hasse Spinat. Das ist genau dein Problem, Mann. Jetzt aber mal zurück zum Thema. Du kennst dich doch hier aus, oder? Also hier ist nicht direkt irgendwie da hinten. Ja, aber du hast gesagt, du kennst den Ort mit den fanatischen Christen. Ja, den kenne ich. Gibt's da auch irgendwo so Unterwelt, eine Unterweltsekte oder so? Eine Unterweltsekte? Ja, so Leute, die irgendwie
So Satansanbeter. Tor zur Unterwelt haben oder sowas. So Satansanbeter gibt's auch jede Menge, ja. Nee, nicht Satan, nicht unbedingt Satan, sondern mehr so, keine Ahnung. Eher so, halt wirklich ernsthaft, so wortwörtlich Tor zur Unterwelt. Ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst, Alter, aber ich halte mich aus der ganzen Scheiße raus. Ich habe keine Ahnung. Ja, es geht doch nicht darum, weißt dass du dich... solange die Leute mir eine Limonade abkaufen, weißt du, Limonade raus, Geld rein oder irgendwas anderes, was zu essen. Hey, eine Ravioli wäre cool jetzt, oder? Und dann bin ich wieder weg. Ja, alles okay. Cool, aber... Weißt du, noch ein paar meine Frage, Kilometer Mann. Weiter runter ist so ein Diner. Das existiert sogar noch. Ja. Die verkaufen echt gute Burger. Ich will nur ja, wissen, woher die Burger sind mir gerade echt egal. Ich meinte die Frage echt ernst. Hast du irgendwie eine Ahnung? Ich hab dir auch echt ernst geantwortet, Alter. Du kannst den Wagen ja, gerne noch zweimal hochstemmen, aber das wird meine Antwort nicht ändern. Hä? Sigur? Ja. Hä? Oh, du hast ein bisschen lang gebraucht. Alles in Ordnung? Ja, der will mir nicht richtig antworten. Oh, du hast. Dann zwing ihn. Du hast Familie? Hallo! Was willst du denn wissen? Ja, ich habe ihn gefragt, ob sie irgendwo. Also, der kennt sich scheinbar ganz gut aus hier. Und ich habe ihn gefragt, ob sie irgendwo einen Ort gibt, der. Also, wo es keine Ahnung, irgendwelche verrückten Fanatiker oder so gibt, die behaupten, dass es ein Tor zur Unterwelt gäbe. Und er hat doch nicht. Ich dreh mich zum Pfarrer um, Hardcell, weil Hella hat keinen Bock mehr. Mhm. Ja. Weißt du, ob es einen Ort gibt, der das Tor zur Unterwelt beinhaltet? Befehl. Also ihre Stimme wird wirklich tief, so die eine Gesichtshälfte wird wieder total bleich und eingefallen und dann so Antwort sterblicher. Ich guck dich total erschrocken an, so nein! Da hast du deine Kacke, Antwort. Was seid ihr denn für Freaks? Aus welchem Zoo seid ihr denn entlaufen? Ah. Den haben wir auch noch nicht gehört, das ist gut. Irgendwas muss in diesem Spinat drin gewesen sein, glaube ich. Scheiße. Spinat? Und dann geht's so langsam zurück, setzt sich wieder ins Fahrerhaus. Boah, Kacke, geh an. Dir ist schon klar, wenn das Ding anhält, dann hebst du es einfach hoch und na, hältst ihn hier fest. Von hinten. Wer ist das? Was macht der hier? Und warum hat der ein Raben als Logo? Ich meine, so warum ganz taucht der hier jetzt drauf? Ja, das frag ich mich halt auch. Deswegen, weißt du, der hat ein Raben als Logo. Wie hieß der nochmal? Entschuldigung, ich habe deinen Namen irgendwie vergessen. David. Ja, Raven Lemonade. Wie kommst du auf den Raben? So heißt die Firma. Welche Firma? Raven Lemonade. Okay, beste Limonade im Westen. Wo genau ist die Fabrik? Sag es uns. Tu es. Ja, genau. Richtig. Hey, ich verrate meine Geschäftsgeheimnisse doch nicht an irgendjemanden hier. Ja, Hella kommt ganz langsam um das Fahrerhaus rum und legt die Finger so spielend leicht auf die Motorhaube. Muss ich dich wirklich wieder zwingen? Und zack, 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 der Motor geht an. Ja, sehr gut. Halt ihn auf! Sigo, dein Einsatz! Ja, ich heb halt wieder das Auto an, ne? Sodass die Reifen durchdrehen. Scheiße! Die Räder drehen voll durch, als er Gas gibt. Ja, Hela macht währenddessen die Fahrertür auf. Ganz seelenruhig. Pass auf. Ich hab im Moment echt schlechte Laune. Ich kann doch nichts dafür. Ja, sie guckt ihn jetzt einfach nur an. Ich hab im Moment echt schlechte Laune. Und wenn du nicht willst, dass ich ein paar meiner älteren Freunde rufe... Ist ja gut. Dann gibt es ja so eine Straßenkarte rüber, wo so ein dickes Kreuz drauf gemarkiert ist. Hm, cool. Hey, Sigo, ich hab eine Karte. Und mach mal den Motor aus. Ich bin noch nicht fertig. Er sagt die Wahrheit. Er hat dann so viel Schiss gerade. Das ist die Wahrheit. Naja, aber wenn jemand Schiss hat, sagt er einiges, um wegzukommen. Wenn wir schon die Karte haben und er hat das Auto, sind wir dann nicht schneller mit dem Auto, wenn wir da hin wollen? Die Frage ist, was uns das bringt. Also, wenn man. Ich meine. Wie viel Platz hat er da im Auto? Da ist halt so ein Zweisitzer, ne? Also, drei Flaschen vielleicht vorne rein. Er könnte auf die Ladefläche, also. Ja, ja. Alles klar. Ja, das Problem ist, wie hilft uns das weiter, in die Unterwelt zu kommen?
Hellas, das ist gerade total egal, was der mitbekommt. Das ist so... Ja, egal. Raven Lemonade, da werden wir eine Antwort finden. Hoffe ich. Raben. Dass irgendwie Odin seine Finger im Spiel hat? Ich bitte dich. Hallo, Raben. Wir haben schon echt größeren Kram erlebt. Leute, die als Raben verkleidet waren und so auf einmal Sachen erzählt haben. Ja, wir hatten auch schon einen sprechenden Raben, der uns den Auftrag erteilt hat. Das weißt du. So, das heißt, also, Arbeitsaufteilung. Darf ich gehen? Bitte. Nein. Nein. Weg, Mama. Also, Arbeitsaufteilung. Karen wird fahren. Ich und David sitzen hinten auf der Ladefläche. Was? Hela, du kommst auch mit. Was machen wir mit Hot? Sekunde, lass mich erst ausreden. Anna holt Hot und ihr setzt euch neben Karen auf die Bank. Wie soll ich denn den hier hinkriegen? Sag soll ich ihm, sagen, wir hätten ist ein neuer Baum zum Buddeln? Wir haben eine Fährte. Okay. Zum nächsten Tor. Wenn er nicht kommt, rufe ich meine Zombies. Mhm. Ja. Was seid ihr für Leute? Ach, du komm einfach mit Buckingham Kragen. Weißt du, eben noch so voll, ey, wir müssen die Menschheit retten. Ist so, komm mit! Okay, ich gehe dann auch zurück zu Karen und Sybil. Die sind ich weiß nicht, ob die beide mitgekommen sind und zu Hot. Und dann erzähle ich einfach, ja, wir haben jetzt einen Wagen und da sind Raben und wir folgen jetzt dem Hinweis und ja, Sigur und Hilda haben es organisiert. Wir sollten einfach hinterher. Und den Hot nehmen wir mit. Okay. Geh nicht weg, ich muss das Tor suchen. Da seht ihr noch das Licht von den Scheinwerfern. Mr. Hot? Ja? Ja, wir haben eine heiße Spur zum nächsten Tor. Was? Müssen Sie mitkommen? Welche Spur? Ein Raben. Ein Raben? Ein Raben. Hugin oder Moni? Ein göttliches Zeichen, Odin Raben. Welcher von den Raben? Ein immer noch betrinkender Rabe. Ich weiß es nicht genau. Wir müssten ihn vielleicht fragen, wenn wir dann da sind. Okay. Einer mit einer Limo in der Hand, ja. Ein Rabe ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Das denke ich auch. Okay. Er nimmt seinen Stab und seine Schippe und folgt dir. Ich reiche ihm die Hand und dann kann er da rausklettern. Ja. Ja, der hat er gerade neu angefangen, ist nicht sonderlich tief. Ja, und dann fahrt ihr zur Limonadenfabrik oder was? Ja. Also laut Karte ist das ziemlich weit weg. Ja, egal, dann dauert es halt länger. Okay. Ja, ein Auto. In der Zwischenzeit mache ich mal so eine Limonade auf. Ich schnipp die so auf, weißt du, so. Zack. Mhm. Ja. Und ich biete dem David auch eine an. Hier, trink was, beruhig die Nerven. Ja. Wir haben dir überhaupt nichts getan, jetzt komm mal runter. Ich hab gar nichts, ich hab nichts gesehen. Siehst du? Ja. Also, trink. Und ich trinke selber auch was. Ja. Und ich biet. Du hast das. Wer fährt jetzt nochmal? Karen fährt? Ja, ich fahr. Okay. Und als du hinten die Limonade so aufschnippst, hast du das Gefühl, dass dieser Kronkorken, den du da drauf hattest, dass der so in Zeitlupe so wegfliegt und alles auf einmal so sich ziemlich in Zeitlupe um dich herum bewegt. Du hast das Gefühl, du würdest dich noch mal normal bewegen, aber alles um dich herum scheint irgendwie in der Zeit irgendwie eingefroren oder so. Und dann siehst du auf die Flasche, auf das Etikett mit dem Raben, der dir zwinkert. Und dann hörst du eine Stimme von diesem Comic-Raben, also von diesem Label-Raben, der zu dir sagt, ihr habt ihn gefunden. Und zwar eigenständig, das ist ja praktisch. Ja. Ich gucke mich weiterhin so um. Ist die Zeit so richtig angehalten oder läuft die nur ganz langsam? Ist momentan mega sehr langsam. Irgendwie, ja, wir haben ihn gefunden. Du redest jetzt von Hot, nicht von David, oder? Wer ist David? Ja, okay. Ja, tot gefunden, ja. Ja. Wir wollen ihn gern nach Hel bringen. Ich wollte euch gerade den Auftrag geben, ihn zu Odin zu bringen. Was? Wieso das denn jetzt? Ja.
Ja komm, jetzt musst du aber auch mal mit Hintergründen rausrücken. Der Allvater hat gesagt, ich soll euch sagen, dass ihr den hier zu ihm hinbringen sollt. Ja, und warum dürfen wir ihn nicht zu Hehl bringen? Weil ihr das nicht könnt. Ja, aber passt doch mal auf, er will seine Seele gegen Baldas Seele tauschen und ja, damit Ragnarök aufhalten. Ja, dafür muss er erstmal zu Hehl runter, das geht nicht. Das geht nicht, okay. Geht wirklich gar nicht. Nein, sie hat die Türe verschlossen. Das haben wir auch schon rausgefunden. Warum seid ihr überhaupt hier? Was? Du hast uns doch... Was? Wie, warum sind wir überhaupt hier? Warum seid ihr hier? Ihr solltet ja, doch gar nicht... Hoth war hier und wir sollten Hoth holen. Also eigentlich sollten wir ihn töten, aber wir haben ihn... Ja, das sag ich euch doch jetzt. Warum seid... Hä? Hä? Woher wisst ihr denn von Hoth überhaupt? Welcher Rabe bist du? Munin. Okay, und wie heißt der andere? Hugin. Ja. Was? Hugin. Okay, dieser Hugin andere. Hat uns das beim letzten Mal auch gesagt. Alles klar. Das also, kann ich sagen. Hugin hat uns gesagt, wir sollen ihn töten. Was? Ja. Das kann nicht sein. Hugin ist ganz woanders. Tja. Also auf jeden Fall hat uns ein Rabe... Der war schon ganz lange nicht mehr hier unten. Auf jeden Fall hat uns ein Rabe mit dem Namen Hugin gesagt, wir sollen Hoth töten. Das ist... Das... Dann seid ihr in einem Schwindler aufgesessen. Das kann nicht sein. Ich bin der Einzige, der hier runtergeflogen ist, seit langer Zeit. Ich kann nur sagen, was wir erlebt haben. Das letzte Mal waren wir zu zweit, als wir euch was gesagt haben. Ja, momentan da kann ich mich dran erinnern. Momentan ist auch Hunin gar nicht hier, sondern ganz in einer anderen Welt unterwegs. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Ja, keine Ahnung. Also, ich gehe davon aus, dass du gesagt? So ein bisschen weißt, wer ich bin. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass du weißt, dass ich nicht lüge. Was hat er euch gesagt? Dass wir Hoth töten sollen. Der soll seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Okay. Wartet kurz. Und dann friert diese Comic-Gestalt wieder ein und die Zeit bewegt sich wieder von allein. Ganz normal. Wow! Mach ich. Genau, ja. Hella, ich habe gerade mit Hunin gesprochen. Ja, ich mache jetzt so das kleine Verbindungsfenster zur Ladefläche auf. Was? Ich dachte, du sitzt bei mir hinten auf der Ladefläche. Achso, okay, ich sitze bei dir hinten. Vorne sitzen was? Anna und Karen, ne? Ja. Mhm. Ja. Ja, und ich zeig so auf den Comic, auf den Comicrahmen von der Flasche. Da ist er mir erschienen und die Zeit ist so wibbly wobbly angehalten. Ich werde das jetzt nicht bestreiten oder so. Also wie gesagt, über den Punkt bin ich hinaus. Was hat er gesagt? Das ist mein Gesicht, wenn ich die Wahrheit sage. Ja, und das ist mein Gesicht, wenn ich irgendetwas sage. Also, was hat er gesagt? Also er hat gesagt, dass Hugin, der andere Rabe, ne, überhaupt nicht hier gewesen sein kann, um uns zu sagen, dass wir Hoth umbringen sollen. Und dass wir wohl einem Betrüger aufgesessen sind dort. Er hat uns gesagt, wir sollen ihn stattdessen zum Allvater bringen. Was? Ja. Warte. Erstens, ich kenne keinen Gott außer Odin, der Raben benutzt. Und zweitens, warum sollte jemand wollen, dass wir Hoth umbringen? Hey Hoth, fällt dir dazu etwas ein, was uns nicht einfällt? Nein. Sehr strange, ich habe auch keinen gesehen hier. Guter Witz. Also warte, wir sollen ihn jetzt nach Asgard bringen. Zu Odin. Oder kommt Odin hier so, runter? Vorne in der Fahrerkabine. Ihr fahrt irgendwie, es ist ja Nacht, der Scheinwerfer leuchtet die Straße entlang. Und auf einmal merkt ihr, dass der Boden anfängt zu beben unter euch. Und das, Karen hat Probleme, das Fahrzeug gerade zu halten. So stark ist die Erschütterung. Wow, haltet euch fest da hinten. Willst du weiterfahren, Schau, Karen, oder willst du anhalten? Ich halte lieber an.
Kevin hält an und ja, ihr merkt, dass der Wagen stoppt. Und ja, ihr seid immer noch umgeben von diesem Wald. Und auf einmal siehst du einen riesigen Fußabdruck vorne dir auf der Straße. Ein Hufabdruck. So groß wie die, so breit wie die ganze Straße. Und ein paar Meter weiter kann einer noch einen sehen. Und noch einen. Ja, ein Riesenpferd. Wenn du jetzt durch die Dunkelheit hinausspähst, Anna, mit der Brille vielleicht sogar, siehst du am Horizont der Straße eine Gestalt auf einem Pferd sitzen. Guck mal, Lucky Luke. Hela, wen kennen wir mit Pferd und so aus der nordischen Mythologie? Hat es acht Beine? Ja. Ich zähl mal. So von den Spuren her zu schließen schon? Würde hinkommen. Oh Gott, das ist Sleipnir, das ist Odins Pferd. Oh, dann alles. Folgen wir der Spur? Ja, es ist ziemlich einfach, es geht dann die Straße runter. Ja. Ja. Ja, dann versuche ich mal, kann ich denn da irgendwie so fahren? Rum, ja. Weil die sind sich tief in die Straße gegraben. Und ja, als er näher kommt, merkt er, wie groß diese Gestalt ist und nimmt quasi das ganze Blickfeld ein. Es ist riesig groß und wenn er nach oben guckt, kann man gerade so den Bauch des Pferdes sehen und Odin steigt herab und ist wirklich ein Riese. Und ein großer, alter Mann mit einer Augenklappe und auf der Schulter sitzt ein Rabe und flüstert ihm so, hey Boss, ich hab's ihnen gesagt. Sie sagten hier, dass sie den Auftrag von dir bekommen haben, aber das stimmt ja nicht. Schick den Kack. Und er krächzt halt so. Und dann guckt er so rüber und schweig! Und dann greift er so runter und seine Hand hebt den ganzen Truck hoch, so auf Höhe seines Kinns. Und dann greift er mit der anderen Hand so einmal kurz quer durch den Truck und nimmt Hoth quasi so fest, hält ihn fest, setzt den Truck wieder ab und ihr könnt Hoth sehen, wie er denn in der einen Hand in der Faust von Odin noch ist. Das hast du gut gemacht, Munin, und ihr auch. Aber wir haben einen Verräter und ein ganz anderes Problem. Trefft mich an der Gold Farm. Und im nächsten Augenblick ist Odin wieder verschwunden und hat Hoth mitgenommen. Warum nicht hier? Warum müssen wir immer hin und her reisen? Oh, ich krieg die Krise! Oh, weg! Gib mir das auf den Sack! Mann! Oh! Scheiße! Sag nochmal, welche Farm? Ich hab's gerade nicht mitschreiben. Warum hat er uns nicht mitgenommen? Der passt nur noch locker auf die andere Hand. Echt. Gerade der Allvater? Einfach so? Ja. Ich dreh mich jetzt um. Warum ist der jetzt hier und warum macht der nichts? Was sagt denn David zu seiner Begegnung mit dem Allvater? Der sitzt. Hier trinkt noch eine Limo. Ja. Genau. Limo auf, klopf ihm auf die Schulter, keine Sorge, da gewöhnst du dich dran. Ah, passiert uns öfters. Ich werde ihm fest in die Augen gucken. Ja. Und ihm unter Einfluss von Hypnose. Blitzdings ihn. In der Kennst Limonade waren irgendwelche Schwebstoffe. Mhm. Du hattest heute Nacht den Trip deines Lebens. Und du wirst morgen aufwachen. Und nie wieder auch nur einen Tropfen von dem Zeug selber anrühren. Okay. Du wirst glauben, dass das alles hier nur ein ziemlich übler Trip war. Okay. Ein übler Trip, ja. Und jetzt schlaf.
Das war ja auch ein anstrengender Tag. Immerhin hat der Hulk getroffen und den Allvater. Naja. Ja, dann schläft David und ihr seid immer noch mitten nirgendwo. Ich fisch mal vorne die Karte raus, die wir von David haben. Ist da die Goldfarm irgendwo eingezeichnet? Ja, die müssen wir jetzt ja irgendwie finden. Ja, also es ist eine kleine Farm abseits der Straße, ist nicht weit weg von hier. Dann okay, los. Okay, dann fahren wir da mal hin. Ja. Und ja, ihr fahrt durch die Straße entlang und ja, habt noch Zeit, euch irgendwie über das, was ihr jetzt gerade erlebt habt, ja irgendwie auszutauschen, bevor ihr die Goldfarm erreicht, wenn ihr das, oder wenn ihr das nicht machen wollt, dann nicht. Ich meckere ja, nur ein bisschen. Mich wundert das mit diesen, also Odin hat das ja auch gesagt, es muss irgendwie ein Verräter geben, weil das wir ja anscheinend einen falschen Auftrag von einem Möchtegern-Hugin gekriegt haben oder so. Mhm. Das ist ja wohl irgendwie komisch. Das ist... Naja, jetzt, wo er es erwähnt, meint Sybil, jedes Mal, wenn wir die Raben getroffen haben, waren sie irgendwie... Naja... Komisch. Der Typ im Rabenkostüm. Ja, nicht echt. Ja. Und das einzige Mal, wo wir den echten Raben gesehen haben, hat er uns eine falsche Information gegeben. Und wir sind drauf reingefallen. Die... Schön, ja. Wir haben die vorher auch schon mal so als Raben gesehen, oder nicht? Nee, habt ihr nicht. Nee? Mhm. Naja, also so richtig sind wir ihm ja nicht aufgesessen, ne? Hoth lebt noch. Ja. Und könnt ihr euch daran erinnern, was wir nach dem Auftrag erstmal für Skrupel hatten, diesen Auftrag durchzuführen? Ja. Gut. Also ich bin der Überzeugung, dass wir durchaus einiges richtig gemacht haben und auch weiterhin darauf vertrauen sollten, dass wir selbst auch, naja, Entscheidungen treffen können. Ja. Im Moment sind wir sowieso die einzigen, denen ich wirklich traue. Ja, und ihr fahrt die Straße weiter entlang und hinter euch kann Karen im Rückspiegel erkennen, dass Blitze vom Himmel herunterzucken. Da ungefähr da, wo die Stadt sein müsste. Aber was da jetzt genau passiert, ist irgendwie, weil das erhellt auch den ganzen Horizont. Und das Donnern ist weit, weit zu hören. Und ja, dann biegt er irgendwann ab Richtung Farm und es gibt so ein paar verdorrte Kornfelder. Und ja, das ist halt so ein altes Farmgebäude, was man da sehen kann. Und es gibt so eine kleine Viehtränke vor der Tür. So richtig so eine alte Wildwestfarm, wie man sich das vorstellt. Und mit so einer Tränke vorne vor einem Zaun, der ist alles umzäunt. Alles schön auch aus Holz. Und der Kamin raucht. Sieht relativ idyllisch aus, wenn das verdorrte Korn außenrum nicht wäre. Und vor der Viehtränke steht auch das achtbeinige Pferd und trinkt. In normaler Größe. In normaler Größe. Okay. Ich starre das auch ein bisschen an, das sieht komisch aus. Ja, in der Tat. Das sieht man nicht alltäglich. Klopfen wir einfach mal an, oder? Ja. Und als ihr euch gerade schon der Veranda nähert, tritt eine große Gestalt, quasi ein Hühner, irgendwie macht die Tür auf und tritt heraus und den kennt ihr, das ist Heimdall. Öffnet die Tür. Gesundheit. Gesundheit, ja. Öffnet die Tür, stellt sich dann so neben die Tür wie so ein Türsteher und
Ich weiß nicht genau, was ich dem sagen soll. Ich gucke ihn einfach nur an und dann gehe ich vorbei. Ja, und das hat, es ist halt auch ein merkwürdiges Gefühl. Es sieht halt aus wie so die Tür von einer Farm, aber innen drin scheint es irgendwie viel, viel größer zu sein, als es von außen wie so ein TARDIS-Effekt hat. Ne? Und innen drin ist auch irgendwie, sieht es eher nach so einer alten Methalle aus, also wie man das so, so ein Langhaus eher. Ne? Das ist von innen mit so einer riesen Feuerstelle und einem langen Tisch. Sieht sehr, und man sieht auch, dass Getränke irgendwie auf dem Tisch stehen und es sitzen auch Personen an diesem langen Tisch, nämlich auch, ihr kennt ja auch Karens Mutter, die sitzt dort. Und noch eine Gestalt, die ihr, glaube ich, noch nie gesehen habt. Nämlich einen Mann, der sich auf ein Schwert gestützt hat und nur eine Hand hat. Jetzt ist das dein Vater, Vigor! It's your dad! Ja, Hilla betritt die Halle ein bisschen zögerlich. Sie weiß nicht genau, wie sehr sie hier willkommen ist. Hält sich eher an Sybil. Ja. Ja. Die guckt sich auch an, so, okay. Anscheinend sind unsere Eltern die einzigen, die nicht da sind, hä? Tja. Was soll ich dazu sagen? Lass reingehen. Lass uns einfach zusammenbleiben. Ja. Wie fühle ich mich scheiße gerade? Ja, nicht nur du! Ja, dann betrete ich mit Sybil die Halle so. Ja. An der langen Seite dieses langen Tisches sitzt auf einem großen goldenen Thron Odin. Und hat seine beiden Raben auf rechts und links auf der Schulter sitzen. Die, als ihr eintretet, laut krächzen. Und ja, als ihr eintretet, ihr fühlt euch sofort irgendwie zu Hause irgendwie. Es ist ihr fühlt euch in Sicherheit, ihr fühlt euch geborgen, es ist warm im Gegensatz zu draußen. Es duftet nach frischem Essen. Oh, mein Magen knurrt. Genau, ihr seid ja ziemlich hungrig. Das letzte, was ihr getrunken habt, war diese merkwürdige Limonade. Ja. Und hinter euch schließt Heimdall die Tür. Und jetzt, wo ihr euch umguckt, seht ihr auch gar keine richtige Tür mehr, sondern ihr seht irgendwie so ein offenes, so einen offenen Bereich, wo gar kein richtiges Tor ist oder so. Dann könnt offen rausgucken und habt den Blick auf einen großen, weiten, weitläufigen See. Also es ist so, als ob man irgendwo in einem Skandinavien an so einem großen See ist und das ist so ein Langhaus mit einem offenen Tor, was den See zeigt. Das ist eine ziemliche Idylle. Und man hört irgendwie von draußen Vögel zwitschern und so. Es ist einfach schön. Und dieser goldene Thron, auf dem Odin sitzt, der wirkt so total unwirklich und glitzert und funkelt, sodass man ihn gar nicht richtig erkennen kann. Und alles hat so ein bisschen den Effekt, als ob es so ein bisschen aus der Realität verschoben wäre und alles zu schön ist, um wahr zu sein. Und als ihr dann eintretet, dann fangen dann die jeweils ansässigen Götter an. Applaudieren euch. Ich fühle mich echt leicht verarscht, also. Ja! Also wirklich, ich fühle mich jetzt gerade echt verarscht. Tür applaudiert auch. Ich bin wieder so auf 180. Tür haut so auf den Tisch. Klopft auf den Tisch. Das habt ihr echt gut gemacht. Kommt von hinten die Stimme von Heimdall. Und dann, als Anna sich zu ihm umdreht, so zwinkert er kurz. Wir haben wohl einen Verräter in unseren Reihen gehabt, der euch auf eine falsche Mission geschickt hat, aber ihr habt es wohl durchschaut und habt Tod nicht getötet. Ja, okay. So Odin spricht jetzt. Ja, das ist so meine Antwort. Ja, okay, und jetzt? Ich wollte nur sagen, dass ich sehr zufrieden bin mit dem, was ihr da unten für uns getan habt. Und dafür kommt ihr extra hier nach unten. Ich habe mich dem, was Hoth gesagt hat, ihr wolltet, dass die Menschen dort gerettet werden in dieser Stadt. Ich habe mich darum gekümmert.
aber naja, er hat schon recht, wenn er sagt, dass es eine Sisyphus-Arbeit ist. Wir können nicht überall zugleich sein, obwohl wir das gerne würden. Aber immerhin habt ihr das Schicksal geändert. Ihr habt Hoth nicht getötet, so wie es vorgesehen war. Okay, also ich bin jetzt so ungefähr 100% verwirrt. Geht mir genauso. Also. Die Weissagungen sagen, dass Hoth getötet werden muss, nachdem er Baldur getötet hat. Aber doch von Bali. Eben. Niemand weiß genau, wer das ist, außer dass es ein Kind von mir sein soll. Die Geschichten erzählen von einem Kind, das ich in die Welt setze, das mit einem Jahr als Säugling die Tore zu Asgard aufstößt und sofort altert und dann stark genug ist, um Hoth zu töten. Aber die Geschichten sagen vieles und nicht immer ist alles genauso, wie es in den Geschichten drin steht. Ich für meinen Teil hätte die These gehabt, dass, naja, einer von euch vielleicht Vali ist. Oder hätte sein können, zumindest. Weil... Ja, okay. Man kann es umschreiben. Ein junger Göttersohn oder eine junge Göttertochter. Es könnte ein Saiyan sein, so wie ihr. Und ich als Vater nun... Ich bin der Allvater. Von daher habt ihr dem Schicksal wohl ein Schnippchen geschlagen. Oder zumindest können wir es so interpretieren. Und was ändert das jetzt? Wird Ragnarök nicht kommen? Wird meine Mutter die Toren zu Hel wieder aufmachen, damit ich die ganzen Seelen da unten nach da unten verfrachten kann? Oder? Ja, guckt leicht irgendwie. Du merkst ihm an, dass er irgendwie. Dass du ein ganz empfindliches Thema ansprichst. Wir würden uns sehr gern mit deiner Mutter unterhalten, aber sie hat sich abgeschottet und nur sie kann die Tore zu ihrer Welt öffnen und schließen. Das ist ihr Vorherrschaftsrecht. Ja, das habe ich bemerkt. Von daher können wir... Wir haben es vielleicht geändert. Oder ihr habt es geändert. Wir hatten nicht viel damit zu tun. Ihr habt es auf eure eigene Faust getan. Dafür bin ich euch echt dankbar. Karl sagte, als ich ihn gesehen habe, dass ich euch vertrauen kann, dass ihr das alles schafft. Und deswegen habe ich Heimdall auch gesagt, er soll euch auf eine Mission schicken. Ich wollte euch testen. Und naja, ihr habt es besser gemacht, als ich dachte. Und du siehst da, man sieht Heim da hinten, dass er ja, ein bisschen bedröppelt dasteht und irgendwie, ja. Ihr solltet nicht ganz ohne Belohnung hier rausgehen und euch an neuen Aufgaben widmen. Denn ich weiß jetzt, dass ihr Aufgaben lösen könnt. Auch ganz unabhängig von uns hier oben. Wir brauchen einen verlängerten Arm. Denn die Leute nennen uns Götter, aber wir sind nur so viel wert, wie die Leute es da unten gibt, die an uns glauben und für uns handeln. Solche Leute wie ihr. Und dann zieht Heimdall ein großes, also er hat da so ein großes Horn an der Seite, was er ja im Notfall blasen soll. Und er zieht es hervor und nimmt das Mundstück von dem Horn ab und reicht es Anna rüber. Ich guck mal auf dieses Sabberding. Ja, es ist nicht voll gesabbert oder so. Es ist halt ein Mundstück zu einem Horn. Es ist eher so, es ist halt, man kann sich, wenn es jetzt so einzeln ist, irgendwie so eine Art Ring oder so, ne? Ich nehme es aus seiner Hand. Danke.
Ja, du merkst sofort, dass Kraft in diesem Ding steckt. Und du kannst dir aufschreiben, es ist ein Birthright. Kriegst ein neues Birthright. Und kannst dir aussuchen, das heißt 3 Punkte, das Ding, worin du das investieren willst. Ebenso nimmt Freya nimmt einen kleinen Hasenfell, einen Hasenpelz und legt den auf den Tisch vor Karen. Und auch das, wenn du den kleinen Hasenpelz dann nimmst, ist auch ein Birthright, auch 3 Punkte. Und der gute Sigur bekommt natürlich von seinem Vater auch etwas geschenkt, nämlich einen wirklich kleinen Zierdolch, der vielleicht so Handteller groß ist. Und auch das ist ein Birthright, 3 Punkte. Und dann schaut er Richtung, schaut Odin Richtung Hela und Richtung Sibyl. Nun, eure Eltern sind nicht hier, um euch nochmal ein Geschenk zu geben, aber ihr sollt auch nicht ganz unbeschenkt hier fortgehen. Und dann zückt Odin so eine Sense und reicht sie Hela. Also es ist eher so eine Sichel, ja? Also nicht so ein riesen Ding, sondern eher so ein kleines, so eine Handsense. Ich glaube, das wolltest du schon immer mal haben. Ja, Hela hört neben sich ein Knirschen. Und von mir hast du gesagt, boah, das ist cool. Jetzt nicht schon dieses Mundstück so, oh, und du, yay. Die nimmt die so entgegen, so tut er so, dankeschön. Ja. Oh mein Gott, ist das cool. Und Sibyl bekommt einen Revolver, also einen Lady Colt. Also ihr könnt euch dann auf jeden Fall die Birthrights neu aufschreiben und könnt euch nachher auch aussuchen, was die können und welche Fähigkeiten die euch geben. Denn es ist echt so vorgesehen, dass ihr so eine große Belohnung auf jeden Fall bekommt, wenn ihr das Abenteuer so löst, wie es nicht vorgesehen ist. Und steht extra in einem Kasten hier, finde ich ganz gut. Und ja, ich würde dann sagen, an der Stelle hier, wo wir gerade so an der langen Tafel sitzen, lädt Odin euch zum Festmahl ein, weil ihr habt was zu feiern. Auch wenn ihr Ragnarök noch nicht aufgehalten habt, habt ihr zumindest das Schicksal geändert und habt euch das Vertrauen der Götter erspielt oder erworben. Und ich finde, das ist ein ganz guter Schluss für diese Folge. Das ist nämlich auch jetzt ein Akt zu Ende in diesem Abenteuer und beim nächsten Akt geht's dann weiter. Wie heißt der Akt? Uran's Domain heißt der auf Englisch. Ja, wir können ja mal gucken. Also die Prophezeiung kann ich euch ja schon mal mitgeben, die zu diesem Akt gehört. Die Raben werden sie aussprechen. Three roads meet at Odin's stable, north and south, and the road of Ran. Three warriors bar the way, avoiding their wrath brings threefold doom and nations fall. Nils Surth sway. Was? Gesundheit. Das ist so ein komisches nordisches Zeug. Acceptance brings the chains of wild. Kann euch das auch mal aufschreiben. Das schicken. Nachher, und dann habt ihr das, könnt es euch übersetzen. Mal schriftlich, dankeschön, ja. Und ich hat doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte, aber ich finde es halt wirklich gut, dass ihr zu der Gruppe gehört, die hier hingeschrieben wirklich in diesem Band steht. Also ganz selten machen Gruppen sowas und was passiert, wenn ihr das macht? Und ihr seid eine von diesen wenigen Gruppen. Vielleicht spielen die Amis ein bisschen blutrünstiger und töten alle rot, aber ihr Deutschen nicht. Frieden! Frieden! Frieden für alle! Ja,
Und der Niklas Wo sagt auch schon, war eine super Folge. Ja, fand ich auch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder mit euch. Und ja, wann es weitergeht, könnt ihr erfahren auf dem Nordpol, www.nordpolforum.de. Hoffentlich ist diese Adresse bald wieder erreichbar. Ansonsten schaut hier auf nordpol.joko.de. Das ist nämlich die Umleitung, die Adresse, wo sonst nordpolforum.de hinleitet. Und die ist auf jeden Fall erreichbar und da findet ihr den Nordpol und da auch den Kalender mit ganz vielen anderen tollen Rollenspiel-Stream-Runden. Und dann könnt ihr DSA gucken, World of Darkness gucken und alles mögliche. Viele tolle Sachen. Und auch My Little Pony. Genau, My Little Pony von der guten Feder. Ja, also wer Ponys schon immer mal in Aktion sehen wollte, super Stream übrigens. Ja, oder Cthulhu mit Maike zusammen oder so. Ja, kann man ganz, ganz schöne Sachen erleben. Schaut's euch mal an. Wenn es sonst hier wieder geht, hier weitergeht, findet ihr dann da auch. Wahrscheinlich irgendwo so in 2-3 Wochen. Wann genau findet ihr, wie gesagt, dann da. Ich danke euch fürs Zugucken und ich danke Feder, Pölle, Leopardin 202 und Backfisch fürs Mitspielen und wie immer ganz viel Unsinn machen. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Tschüss.